Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie heute zum neuen Start oder zum Start ins neue Jahr der Redenreihe Making Sense of the Digital Society begrüßen zu dürfen. Mit dieser Reihe wollen wir, die Bundeszentrale für politische Bildung und das Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, nun im dritten Jahr Raum zum Informieren, zum Austausch und zur Diskussion über Chancen, Herausforderungen und Möglichkeiten digitaler Technologien und ihrer Folgen für das gesellschaftliche Zusammenleben geben und schaffen. Mit spannenden und hochkarätigen Rednerinnen und Rednern diskutieren wir über ihre jeweils eigenen, überraschenden, neuen, kreativen Herangehensweisen und Perspektiven auf die durch digitale Technologien stattfindenden Veränderungen. Das weiterhin große Interesse, auch heute Abend trotz der widrigen Wetterumstände draußen, zeigt, dass wir damit anscheinend einen guten Nerv treffen. Und wir freuen uns jedes Mal sehr, dass so viele von Ihnen hier kommen. Vielen Dank, dass Sie da sind. Gleichzeitig führen die Bundeszentrale für politische Bildung und das Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft diese Debatten aber auch in anderen Räumen, an anderen Orten, in anderen Formaten fort. Beispielsweise veröffentlichte das HIIG im November im Rahmen des Internet Policy Reviews ein Special Issue mit der Überschrift Defining Concepts of the Digital Society, in dem nochmal Themen, auch Beiträge dieser Reihe aufgegriffen wurden und konkretisiert und ausgearbeitet wurden. Das Journal ist im Open Access im Internet verfügbar. Schauen Sie doch gerne mal rein. Und auch die Bundeszentrale für politische Bildung versucht in anderen Veranstaltungsformaten die Diskussionen fortzuführen und aufzugreifen. Beispielsweise in Frankfurt am Main mit der Digi-Konferenz, die Zukunft, in der wir leben wollen, oder mit den Bonner Gesprächen. Beides zwei Konferenzen, die im März stattfinden. Und auch zeichnen wir diese Vorträge auf, stellen sie im Netz zur Verfügung und werden sie demnächst als Podcast zugänglich machen. Auch da schauen Sie doch gerne nochmal in vergangene Aufzeichnungen rein. Hier in Berlin freue ich mich, dass wir die Kooperation mit dem Hebbel am Ufer als Veranstaltungsort fortführen und dass wir mit dem Sender Alex weiterhin in der Medienpartnerschaft sind und begrüße daher auch Sie, Zuschauerinnen und Zuschauer, im Netz oder zu Hause. Und nun freue ich mich sehr, dass Sibylle Krämer heute diesen Start ins neue Jahr mit uns einführt, übernimmt. Vielen Dank, dass auch Sie da sind und übergebe an unseren geschätzten Moderator Tobi Müller, der Ihre Vorstellung übernehmen wird. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder so zahlreich erschienen sind. Danke Sascha, danke Bundeszentrale, danke HIIG. Ganz kurz zum Ablauf des Abends. Es gibt da viele Regulars hier, wie ich doch sehe, die immer wieder kommen zu unserer Reihe für alle anderen. Wir reden Deutsch heute, so if you're not a native speaker or cannot understand German, go get one of those headphones outside. We have interpreters backstage. It's actually two of them. Thanks to them. Also, they do a hell of a job during the next just about 90 minutes. So let me switch back to German. Now again. Ich versuche jetzt ein bisschen einzufliegen auf das Thema und auf den Gast erstmal. Dann gibt es den Vortrag. Danach haben wir hier eine Conversation, ein Gespräch zu zweit, vielleicht 20, 25 Minuten. Und dann sind Sie dran. Es gibt hier unten zwei Saalmikrofone. Es gibt oben auch eins. Ganz oben gibt es, glaube ich, keins. Da müssen Sie laut runterrufen, wenn Sie wollen. Und wir haben Twitter am Start. Sie sehen es hier. Sie sehen es da oben, den Hashtag Digital Society. Man kann über Twitter Fragen stellen. Das geht natürlich vor allem für die Menschen, die jetzt zugucken auf Alex TV oder auf den respective Websites der Bundeszentrale oder des Humboldt-Instituts. Wir werden da ein bisschen mischen zwischen Saal und was vielleicht auch noch über Twitter reinkommt. Okay, ich versuche zum Gast zu kommen. Ist das schon ein Zeichen, dass ich aufhören soll? Hier ein Lichtzeichen? Ich hoffe nicht. Ich mache mal ein bisschen weiter. Kulturtechnik ist so ein Wort, das uns heute recht geschmeidig über die Lippen läuft. Das kann fast alles sein,
Altes, Neues, Nebensächliches. Die Kulturtechnik des Briefeschreibens zum Beispiel, das Alt. Die Kulturtechnik des Marathonlaufens, das war mal alt, nach der Jagd in der Savanne. Und frühpostalischen Übermittlungsformen im alten Griechenland etwas in Vergessenheit geraten, seit dem 20. Jahrhundert zurück als Kompensation, erst für Fabrik und dann für Büroarbeit. Ich führe das ein, weil ich im Gespräch mit dem Gast, im Vorgespräch, ein bisschen über Marathon und Fitness gesprochen habe, länger. Wir kennen das beide, Sie noch mehr als ich. Es gibt die Kulturtechnik des mit Kopfhörer Radfahrens und nicht Sterbens. Das ist sehr neu, aber allgegenwärtig. Besonders die Kulturaffinen unter uns, und das sind vielleicht einige, wir sind hier in einem Theater, für mich gilt es auf jeden Fall, die Kulturaffinen unter uns sagen gerne Kulturtechnik. Wir, die vielleicht Achtung Geisteswissenschaften studiert haben oder gerne das Geistesleben genießen in einer Großstadt wie Berlin, im Theater, in den Museen oder wieder Achtung in den bildenden Künsten. In diesem Sinn stehen wir mitunter noch immer, vielleicht unter dem Schock mindestens der Aufklärung, welche die Kultur von der Technik unterschied. Selbst die Geburt der europäischen Nationalstaaten in der Mitte des 19. Jahrhunderts bedurften des Geistes, um eine Größe zu behaupten, die noch nicht immer dem Territorium oder seiner technischen Regierbarkeit entsprach. Auf dem Geist der Kultur und den Künsten lastet also sehr viel, und das Wort Kulturtechnik lässt da, vielleicht ohne dass wir es immer gleich merken, ziemlich viel heiße Luft raus aus dem schier platzenden Ballon der Ideen und Ideologien. Das ist ein wichtiger Begriff für heute Abend. Unser heutiger Gast ist Philosophin und Teil einer Denkschule, oder sollte ich vielleicht sagen Teil einer Denkfabrik, um die Technik wieder stärker ins Bild zu rücken, einer Denkfabrik, die in Deutschland sehr viel dafür getan hat, den Geisteswissenschaften den Geist auszutreiben, wie Friedrich Kittler sagte. Die Rednerin von heute Abend ist Gründungsmitglied des HZKs, des Helmholtz-Zentrums für Kulturtechnik an der Humboldt-Uni hier in Berlin, unter anderem mit Horst Bredekamp, Friedrich Kittler oder Thomas Macho. Das erste große Projekt hielt den Begriff der Kulturtechnik immer im Blick. Aus dem Jahr 2003 stammt der Band gleichen Namens, Schrift, Bild, Zahl. Und in der Einleitung fassen die HerausgeberInnen das Projekt so zusammen. Nebst unserem Gast ist das Horst Bredekamp. Ich zitiere. Die Trennung der Kulturwissenschaften, ein neuerer Begriff für Geisteswissenschaften, und den Naturwissenschaften inklusive der Mathematik erzeugt hegemoniale Ansprüche, erzeugt Abschottung, die uns zuwider sind. Wir möchten gegen zwei Seiten argumentieren. Die Welterklärung allein der Naturwissenschaften und gegen den Hochmut mancher Geisteswissenschaften begreiflich zu machen, dass in dem, was unsere Kultur bestimmt, begründet in der Geschichtlichkeit vorwärts treibt, beide Komponenten zusammenkommen. Technisches / Materielles, Symbolisches / Gedachtes. Zitat Ende. Dieses Projekt kann man auch als Teil des Iconic Turn verstehen, der Wende von der Schrift zum Bild. Und dann sieht man, pardon, insbesondere sah sie, unsere Rednerin, dass Kultur nicht nur aus Texten besteht, sondern auch aus Bildern, aus Flächen, wenn wir so wollen. Nicht jedes Zeichen verweist auf das Sprechen, siehe Mathematik, und nicht jedes Bild bildet Sprache ab. Jetzt verschieben sich plötzlich ganze Jahrhunderte an scheinbar gesicherten Metaphern. Ist Sprache tief und tiefsinnig und die Fläche flach? Könnte tief auch einfach langsam und ineffizient bedeuten? Sind Rechenoperationen nicht dann besonders effizient, wenn sie nicht verstehen, was sie machen, wenn sie sozusagen oberflächlich arbeiten, wie Algorithmen zum Beispiel? Steckt doch mehr als ein Witz dahinter, wenn zum Beispiel der slowenische Philosoph Slavoj Žižek sein Konzept der Interpassivität als Kontrapunkt zur Interaktivität so erklärte, sein Videorekorder würde die Filme, die er aufnehme, an seiner Stelle schauen. Das würde enorm Zeit sparen. Die Maschine liest für ihn, sozusagen. Unser Gast würde vielleicht einwenden, nein, sie liest nicht, sie liest ab. So wie ich hier gerade, mit dem Unterschied, dass das meiste davon ich auch selber geschrieben habe, obwohl... Was heißt eigentlich schreiben? Wenn wir schreiben, rechnen, vielleicht sogar malen, nicht einzig als verstehende, also tiefe Tätigkeiten fassen, sondern als technische und gerade deshalb überlegene Prozesse, eröffnen sich ganz andere historische Räume, um über Digitalisierung zu reden. Das ist vielleicht in etwa das Thema des Vortrages unseres Gastes, die Kulturgeschichte der Digitalisierung, die dem Computer deutlich vorausgeht, ja sogar Leibniz vorausgeht, der den binären Code erfand.
Es fehlen die Stationen in dieser kurzen Einleitung. Ich wollte sicher gehen, dass Sie die Bedeutung unseres Gastes rechtzeitig erkennen, was nicht schon klar gewesen, dass Sie den Bruch in der Tradition sehen. Über Kontinuitäten reden wir vielleicht später im Gespräch. Die Stationen, Studium der Philosophie, Geschichte und Politik in Hamburg und Marburg, Düsseldorf, Abstecher nach Oxford. 1989 erhielt sie die Professur für theoretische Philosophie an der Freien Universität hier in Berlin. Es folgte die bereits erwähnte Gründung des Helmholtz-Zentrums für Kulturtechnik. Seit 2018 ist sie emeritiert und seither Seniorprofessorin an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Aber jetzt kommt sie endlich selbst zu Wort. Ich freue mich sehr auf Sie. Herzlich willkommen, Sibylle Krämer. Ich freue mich, zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich werde beim Reden auf und ab gehen. Irgendwie, ich brauche, Tobi Müller hat darauf schon hingewiesen, die körperliche Bewegung, um die gedankliche Bewegung zu forcieren. Ich werde also einen weitgehend freien Vortrag halten, aber ich habe PowerPoint mitgebracht, wenn auch Sie da vor allen Dingen Bilder zu sehen bekommen. Mitte der 70er Jahre, ich fange mit einer biografischen Anmerkung an. Mitte der 70er Jahre begann ich über den Computer nachzudenken. Ich war zu diesem Zeitpunkt Doktorandin. Josef Weizenbaum hat die Macht der Computer, die Ohnmacht der Vernunft Buch geschrieben. Doch wir waren voll, und damit meine ich die kritischen Intellektuellen, wir waren voll der Hoffnung. Der Hoffnung, dass der Computer uns einerseits eine Kommunikation ermöglicht, die Diskriminierung, sei es des Geschlechtes, des Alters, der Religion, der Ethnie, die dieser Diskriminierung nicht kennt, sei es, dass der Computer einen Wissenszugang ermöglicht, den man nur noch als wirklich universal und demokratisch ansehen kann. Wie gesagt, schon Weizenbaum erhob eine warnende Stimme. Es gibt übrigens ein Thesenpapier zu meinem Vortrag, 2 Seiten. Das ist jetzt nicht ausgeteilt, das liegt aber aus. Und da habe ich auch ein Weizenbaum-Zitat an den Anfang gestellt. Weizenbaum also erhob seine kritische Stimme, doch unsere Euphorie schien relativ ungebrochen. Ich muss Ihnen jetzt nicht mehr erzählen, dass, wie viel, 45 Jahre später, die Idee der universellen, nicht diskriminierenden Kommunikation, vor allen Dingen eine Barrierefreiheit für die Hassrede im Netz geschaffen hat, dass der Netzpessimismus aller Orten anzutreffen ist und dass schließlich die Möglichkeit des demokratischen Wissenszuganges in Datenmissbräuchen aller Art übergegangen zu sein scheint. Ich wiederhole Ihnen diese Geschichte, dieses Narrativ, der Computer von der Utopie zur Dystopie, von der Hoffnung zur Apokalypse. Dieses Narrativ begegnet Ihnen gegenwärtig in allzu vielen Formen und Versionen. Und ich möchte mich von dieser Erzählung abgrenzen. Ich möchte es im Namen des Gottes, des römischen Gottes Janus, wir alle kennen das Wort Janusköpfigkeit für Ambivalenz. Janus hatte ein Gesicht vorne und eines hinten. Er konnte deshalb auch vorwärts und rückwärts zugleich gehen. Und für die Römer war er der Schutzgott von Türe und Tor. Und wenn Sie einen Augenblick überlegen, was eigentlich eine Türe bedeutet als technisches Instrument, dann wird unglaublich schnell klar,
dass diese Frage jenseits der Frage ist, ist diese Technik gut oder böse? Es kommt halt darauf an, wer davor steht, vor der Türe. Die überrannte Eingangstor zur Burg lässt die Feinde hinein. Man sollte zumindest diese Idee, dass der Janus bei den Römern Schutzgott von Tür und Tor gewesen ist, vielleicht zur Anregung nehmen über die Art und Weise, wie wir eigentlich über das Technische nachdenken sollten. Ich vertrete also eine Auffassung, um das jetzt mal vereinfacht zu sagen, die für eine grundlegende und konstitutive Ambivalenz jedweder Technik argumentieren möchte. Und es ist selbstverständlich, dass das auch vor der Digitalität nicht Halt macht. In diesem Sinne also möchte ich jetzt noch einmal die Frage, Satz noch mal zurück. Eigentlich ist es seltsam, mit welcher Radikalität das Digitale, ich sagte jetzt 45 Jahre, kann ich das so überblicken, aber mit welcher unerahnten Radikalität das Digitale sich in unserer Gesellschaft verbreiten konnte. Und ich glaube, es ist überhaupt keine Frage, dass man diese Attraktivität, die zu dieser absoluten Unterwanderung und Verbreitung durch das Digitale, also Unterwanderung unserer Gesellschaft und Verbreitung durch das Digitale führt, nur erklären kann, wenn diese Technik nicht einfach disruptiv ist. Also das Digitale ist nicht mit dem Computer entstanden und hat dann uns alle überwältigt in seiner Effizienz und in seinem Erfolg. Vielmehr, so denke ich, können wir uns diese radikale Karriere und Attraktivität des Digitalen überhaupt nur erklären, wenn wir konzidieren, wenn wir davon ausgehen, dass das Digitale über eine längere Geschichte verfügt. Und eben nicht nur das, sondern dass vielleicht die Vorgeschichte oder die Geschichte des Digitalen vor dem Computer überhaupt erst erklärbar macht, warum das Digitale dann, als es in unserer Gesellschaft sich mit dem Computer sozusagen verbündete, zu dieser Art von Erfolg oder Verfallsgeschichte werden konnte. In diesem Sinne frage ich mich also heute mit Ihnen, wir werden darüber ja auch noch reden, was bedeutet das Digitale auch vor dem Computer? Versuchen Sie einmal 19.798 und 16.601 zu addieren. Das fällt normalerweise ziemlich schwer. Sie können es auch mal in römischen Ziffern anschreiben. Und Sie merken mit römischen... Oh, entschuldigen Sie, das war das... Ich habe jetzt versehentlich... Das sollte es sein. Das andere kommt erst danach. Sie können es auch in römischen Ziffern anschreiben und werden merken, das wird ziemlich komplex und schwierig, obwohl es jetzt nur eine Additionsaufgabe ist. Wir alle wissen, wie wir das normalerweise mit der Kulturtechnik des Rechnens bewerkstelligen. Wir schreiben die Ziffern untereinander, addieren sie im Sinne des kleinen 1 und 1, das wir mehr oder weniger auswendig lernen, und können dann relativ komplexe Additionsaufgaben durchführen. Machen Sie sich einen Moment klar, was das bedeutet. Haben Sie schon mal eine Zahl gesehen? Ich vermute nicht. Aber wir haben sozusagen als Zivilisation die Möglichkeit, für diese unsichtbaren, irgendwie unzugänglichen Entitäten namens Zahl Zeichen zu erfinden und mit diesen Zeichen dann so zu rechnen, dass komplexe Operationen mit Zahlen in fast, und das ist jetzt bewusst gewählt, kinderleichter Weise auf dem Papier ausführbar wären. Sie spüren aber zugleich, es kommt schon drauf an, welches Zeichensystem. Wären Sie im römischen Zifferensystem sozialisiert,
dann müssen Sie alle komplexen Aufgaben der elementaren Arithmetik mit einem Abakus lösen. Eine relativ schwierige Zeichenoperation. Wenn Sie dagegen das dezimale Positionssystem beherrschen, können Sie diese Aufgabe, ich wiederhole das nochmal, auf eine fast kinderleichte Weise bewerkstelligen. Derjenige, dem wir diese Art von Zahlen rechnen, als Zeichenrechnen zu verdanken haben, ist Al-Chwarizmi, ein islamischer Gelehrter. Die Inder haben das dezimale Positionssystem inklusive der Null erfunden. Die Babylonier hatten auch schon eine Null, aber nur als Leer- und Lückenzeichen. Sie rechneten nicht mit der Null. Die Inder haben mit der Null gerechnet. Sie haben sogar Rechenregeln aufgestellt. Der islamische Gelehrte hat dieses dezimale Positionssystem nach Europa gebracht. Es hat dann in Europa nach einigen Missverständnissen einen Siegeszug angetreten in einem unendlichen Kulturkampf gegen die Kirche und gegen die Verwendung der römischen Ziffern, denn dieses Ziffernsystem kannte die Null. Machen Sie sich klar, was es eigentlich heißt, mit der Null zu rechnen. Zahlen verbinden wir normalerweise mit dem Zählen, mit dem Abzählen in konkreten Schritten. Aber wieso ist es möglich, wenn wir vier Kühe haben und vier Kühe von der Weide wegnehmen, bleiben nicht null Kühe übrig, sondern es ist einfach nichts mehr auf der Weide. Wieso kann man für etwas, das nichts ist, gleichwohl ein Zahlzeichen ersinnen und mit ihm auch rechnen, als ob es eine Zahl wäre, obwohl doch das Nichts eigentlich nicht quantifizierbar ist? Und wie das eigentlich geht, dass man von vier Kühen, es ist ein blödes Beispiel mit den Kühen, vielleicht können wir sagen Nüssen, wieso man von vier Nüssen fünf abziehen kann und zu den negativen Zahlen kommt, ist ebenfalls etwas, was normalerweise das Vorstellungsvermögen sprengt. Tatsächlich ist es erst George Boole gewesen, der Logiker, der Mathematiker George Boole, der im Jahr 1847, man hat da bereits Jahrhunderte mit der Null gerechnet, aber man wusste nicht, wofür dieses Zeichen steht. Erst George Boole hat dann den Begriff der leeren Menge erfunden und damit in gewisser Weise, wenn man so will, eine Veranschaulichung für die Quantifizierbarkeit des Nichts gefunden. Warum ich diese Geschichte erzähle, ist aus einem ganz einfachen Grund. Was heißt eigentlich rechnen? Der Witz ist, wenn wir uns an den Rechenalgorithmus von Al-Chwarizmi halten, sein Name wird nämlich später von Leibniz zum Begriff Algorithmus umgebildet, wenn wir uns an Al-Chwarizmis Rechentechniken halten, dann ist der Witz dieser Operationen, dass wir relativ komplexe geistige Arbeit verrichten, indem wir nicht etwa mit Zahlen hantieren, sondern mit Zeichen für die Zahlen, zugleich aber diese Zeichen nicht so behandeln, als ob wir über ihre Bedeutung Bescheid wissen müssten, um richtig rechnen zu können. Also wir können mit der Null rechnen, ohne zu sagen, was die Null ist. Übrigens ist ja auch schwierig zu sagen, was die Eins ist. Für die Griechen war die Eins Monas, war die Monade die Einheit. Die Zahlen bei den Griechen begannen überhaupt erst bei zwei und so weiter. Also eigentlich ist es immer schwierig zu sagen, was eine Zahl ist. Aber ganz besonders schwierig bei der Null. Der Witz ist, es ist vollkommen egal. Die Korrektheit der Rechenprozedur ist nicht abhängig davon, dass Sie in der Lage sein müssen, das, was Sie da tun, korrekt auch zu interpretieren. Das heißt also, zwei Dinge sind mir bei dieser, ich nenne das mal Kulturtechnik, des schriftlichen Rechnens wichtig. Das eine ist, dass Sie geistige Arbeit in einer Weise realisieren, die auf fast geistlos genannt werden könnten. Und das andere ist, dass Sie eben
nicht verstehen müssen, warum überhaupt diese Art von Rechnung aufgeht. Warum ist Multiplikation, warum ist Division, warum geht das auf? Macht nichts. Sie lernen die Regel, sie lernen den Algorithmus, sie wenden ihn an und die Rechnung führt zu einem Ergebnis. Das heißt also, um jetzt nochmal zurückzukommen, die zwei Punkte, die mir wichtig sind, Sprache und Werkzeug vereinigen sich. Also nochmal zurück zu den Römern. Da habe ich mein römisches Zifferensystem, das ist die Zahlensprache, und ich habe meinen Abakus, und das ist das Rechenwerkzeug. Im dezimalen Positionssystem habe ich in einem eine Zahlensprache und ein Zahlenrechenmittel, wenn man jetzt mal noch Plus, Minus, also die Operationszeichen dazu zählt. Also das Symbolische und das Technische, das im Grunde genommen zwei völlig, wenn man so will, getrennte Stränge menschlicher Produktivität verkörpert. Das eine ist die Kunst des Darstellens und das andere ist die Kunst des Herstellens. Aber plötzlich im dezimalen Positionssystem vereinigen sich Sprache und Technik. Und ich denke, in dieser Synthese von Symbolischem und von Technischem liegt, wenn man so will, einer der Kernpunkte, um zu erklären, warum das, was mit Computerisierung zu tun hat, überhaupt so erfolgreich sein kann. Sprache und Technik verbünden und verbinden sich. Und das Zweite ist, auch das hängt wiederum mit dem Natur des Technischen, mit der Natur von Technik zusammen, dass das Knowing How, also wie ich etwas mache, sich abtrennt von dem Knowing That, also dem Wissen, warum etwas so und so geht, beschaffen ist oder aufgeht. Das heißt, wo immer ich mit der Technik umgehe, und wohlgemerkt, wir reden im Moment von der Geistestechnik, wo immer ich mit der Technik umgehe, beginnt das Wissen, wie etwas gemacht wird, sich abzulösen von dem Wissen, warum etwas aufgeht oder funktioniert. Und das glaube ich, und zum Schluss kommt jetzt noch ein Zitat, das quasi diesen Gedankenschritt abschließen soll. Das ist Whitehead, der hat mit Russell zusammen die Principia Mathematica geschrieben, ein berühmtes Buch über Logik und logische Paradoxien. Ich muss das jetzt nicht nochmal wiederholen, aber ich denke, da ist das, was man verstehen muss, um zu begreifen, warum, ich sage es immer ganz banal, Computer auch bei geistiger Arbeit eingesetzt werden können. Lange vor dem Computer entwickelten wir, um das so zu sagen, symbolische Maschinen, entwickelten wir den Computer in uns. Und wir denken dabei nicht einfach auf dem Papier, sondern im Grunde genommen mit dem Papier. Also in dem Moment, wo ich schriftlich eine Multiplikation durchführe, noch in der altertümlichen Art mit Papier und Bleistift, bildet sich sozusagen eine symbolische Maschine zusammengesetzt aus Mensch, Papier, Schreibwerkzeug und dem elementaren Wissen des kleinen 1x1 und 1 durch 1. So, ich komme jetzt, im Ganzen werde ich in 6 Schritten vorgehen. Wir sind jetzt schon kommen jetzt schon zu dem 3. Und den habe ich, darauf wurde schon angespielt, jetzt das Alphabet genannt. Also ich habe Ihnen jetzt vorgestellt, die Kulturtechnik des Rechnens, diese Vereinigung von Sprache und Technik, sozusagen diese Gelenkstelle dessen, was Computation bedeutet. Wir kommen jetzt zu einer anderen, aber damit zusammenhängenden Produktivkraft, und das ist das Alphabet. Was heißt digital? Was ist Digitalisierung? Sie können sich vorstellen, es gibt hunderte von Antworten darauf. Ich liebe, wie manchmal die Dinge doch irgendwie auch in ihrem
wesensmäßigen Schlichtheit zu sehen. Und da heißt eigentlich für mich, zu digitalisieren, ein Kontinuum, egal was, zu zerlegen. Zu zerlegen in einzelne Bausteine, Elemente, diese Elemente zu kodieren und dann wieder frei zusammensetzen können. Diese Art der Zerlegung von Kontinua in diskrete Systeme ist im Grunde genommen sozusagen das Fundament, die Wurzel des Digitalen. Und jetzt überlegen Sie, was das Alphabet eigentlich für das Kontinuum des Sprechens bedeutet. Also das Alphabet, nur ganz kurz, aber das, so historisch soll es ja nicht werden. Das phönizische Alphabet kannte keine Vokale. Die Griechen, die antiken Griechen, haben das phönizische Alphabet um Vokale ergänzt. Und das ist mehr oder weniger das sogenannte lateinische Alphabet, das wir kennen. Aber jetzt überlegen Sie mal, würde mein Sprechen hier oben auf der Bühne irgendwie phonografisch aufgezeichnet, dann gibt es ganz sicher gewisse Pausen, spätestens dann, wenn ich Luft holen muss oder möchte. Aber ganz sicher spreche ich zu Ihnen nicht in Wortabständen und auch nicht in Satzlücken und von Buchstaben oder also Phonemen aneinandergereiht, völlig zu schweigen. Das Sprechen, das ist empirisch bekannt, ist ein Lautstrom mit ganz gewissen Pausen. Niemals aber würde die phonografische Aufzeichnung eines Sprechflusses oder Kontinuums dem entsprechen, und zwar jetzt nur an rhythmischer Diskretisierung, was die alphabetische Aufschreibweise, oh, das ist jetzt kein toller Satz, also die Alphabetisierung einer Äußerung bedeutet. Und wenn wir uns das klar machen, dass das Alphabet nicht einfach etwas, das in der Zeit ist, in den Raum überträgt, also keine Lautsequenz jetzt einfach in Sequenzen der räumlichen Markierungen überträgt, fragt man sich ja natürlich, was macht das Alphabet? Das wäre natürlich jetzt ein ganzer langer Vortrag und mir kommt es noch auf eine einzige Sache an. Nein, ich weiß nicht, ob das nun die einzige Sache ist, aber auf jeden Fall kommt es mir drauf an. Also das Alphabet als System ist so etwas wie die Kartografie von Sprache. Das Alphabet bietet als, und jetzt kommt das Digitale, als frei variable System von Lettern die Möglichkeit, sozusagen projiziert auf die Sprache, unsere Sprache überhaupt erst als ein System anschaubar und sichtbar zu machen. Wir haben im Deutschen Groß- und Kleinschreibung, das sind grammatische Kriterien. Niemals können Sie so etwas in Ihrem Sprechfluss zeigen oder realisieren. Grammatik, Grammar, die Buchstaben. Es ist also erst das Schriftbild des Alphabets, das die Sprache als ein grammatisch und regulär aufgebautes System zum Vorschein bringt. Gut, ich will diese Frage von Sprache und Alphabet nicht weiter behandeln, sondern worauf es mir jetzt im Grunde ankommt, ist der Folgegedanke. Es ist nicht so, dass das Alphabet ausschließlich ein, ich sage das jetzt mal, digitales System ist, um Sprache zu notieren. Vielmehr denken Sie mal an die Buchstabenalgebra. A plus B gleich B plus B plus A oder A plus B in Klammern zu Quadrat gleich A Quadrat. Das kommt bei mir immer noch von der Grundschule, dieses pythagoreische A Quadrat plus 2 ja B plus B Quadrat. Also plötzlich, wie löst man Gleichungen? Wie kann man die Allgemeingültigkeit eines Verfahrens, eine Gleichung zu lösen, ausdrücken? Sie können das nicht irgendwie ausdrücken. Es musste erst das Alphabet erfunden werden. Es musste erst, das war damals François Viète,
1500 und noch was, auf die Idee kommen, die Variablen innerhalb des Gleichungslösungs mit dem Buchstaben ABC zu kennzeichnen, die Unbekannten mit dem Buchstaben XYZ und so weiter und so fort. Wir sehen plötzlich, dass das Alphabet eben nicht nur Sprache notiert und kartografiert, sondern dass auch das Alphabet eine Möglichkeit ist, allgemeingültig die Regeln arithmetischen Gleichungslösens auszudrücken. Ars magna et occulta, eine sozusagen große, schwarze, okkulte Kunst, das war die Algebra, bevor die Buchstabenalgebra transparent machte, wie man als Mathematiker denken muss, um eine Gleichung zu lösen. Und ich habe mit Absicht jetzt diesen Begriff der Transparenz benutzt, denn genau das ist eines der großen Versprechen der Alphabetisierung. Da, wo das Alphabet eingesetzt wird, wird Transparenz geschaffen. Die formale Logik macht transparent, welche Argumente gültig sind oder nicht. Die Chiffrierung auf dem Buchrücken, Leibniz war der Erste, der auf die Idee gekommen ist, die Wolfenbüttler-Bibliothek nach Namen, das heißt also letztlich alphabetisch zu ordnen und nicht nach Sachgebieten. Die Chiffrierung in Bibliotheken und entsprechend alphabetische Zettelkataloge machen das unübersehbare Heer des Geschriebenen und der Bücher zugänglich und zeigen, an welchem Ort sie aufzusuchen sind. Sie merken also, und damit will ich auch diesen kurzen Exkurs zum Alphabet abschließen, die Alphabetisierung ist viel mehr als die Schrift, die mündliche Sprache aufschreibt. Die Alphabetisierung, vielleicht sogar noch am meisten, ist ein Ordnungssystem. ABCD, Telefonbücher, Handbücher, Enzyklopädien. Die ganzen sozusagen gelehrten Werke, mit denen wir unsere Neuzeit verbinden, haben schon das Datenbankprinzip. Das heißt also, etwas wird geordnet nach dem Alphabet als einem neutralen Register, das es ermöglicht, anders als die Erzählung, die von A nach Z führt und da eben sozusagen eine folgerichtige Abfolge dazwischen entwickelt, ist das Datenbankprinzip etwas, das lange vor der Entwicklung der Datenbanktechnik eine Gelehrtentechnik gewesen ist und in den Enzyklopädien, Wörterbüchern, Handbüchern und so weiter zur Anwendung kam. Und da ist wieder das Digitalisierung, große Wissensvolumina, heute würden wir sagen Datenvolumina, große Wissensbestände wurden alphabetisch in einzelne Bausteine sortiert und dadurch in Form von Handbüchern, Enzyklopädien inklusive Verlinkung, also Hinweis auf andere Lemmata, also Stichwörter, verbunden. Also Sie spüren auch, wie das Alphabet auch eine Form ist, das Datenbankprinzip avant la lettre zu einer gelehrten Technik in der Wissensdarstellung zu machen. So, das als ein weiterer Beitrag, der jetzt das Gebiet des Digitalen vor der Computerisierung umfasst. Jetzt komme ich zu einem, wir sind jetzt an dem vierten Punkt von den sechsen, ich nenne das die Kulturtechnik der Verflachung. Da muss ich mal aufpassen, weil das eigentlich mein Lieblingsthema ist, dass ich mich da jetzt nicht verfange von der Zeit her. Ist ja komisch, wir leben in einer dreidimensionalen Welt, keine Frage, aber wir sind umgeben von beschrifteten und bebilderten Flächen. Von der Höhlenmalerei über die Hauttätowierung, die Erfindung von Bilderschriften, Graphen, Diagrammen, Karten zum Tablet, Smartphone und sowieso Computerscreen, von den anderen Bildschirmen ganz zu schweigen, gibt es ein Telos oder auch ein Topos oder einfach eine Tendenz der Verflachung.
des Einsatzes flächiger Konstellationen. Empirisch gibt es keine Fläche, damit da nicht keine falschen Fragen jetzt kommen. Denken Sie an die Keilschrift, die wurde sogar reingepresst in den Ton. Ganz klar, jede Schrift ist eingeritzt oder aufgetragen, darüber sind wir uns einig. Aber wir behandeln diese beschrifteten Flächen so, als ob sie flach wären und keine Tiefe hätten. Und die Frage ist, was ist eigentlich das Geheimnis der Produktivität oder überhaupt, ich sage es jetzt zuerst mal, der Ubiquität, also der Allgegenwart beschrifteter und inskribierter Flächen. Eine ganz kurze Erklärung, vielleicht kommen wir später in der Diskussion noch mal drauf zurück. Ich habe drei Körperachsen, die senkrecht aufeinander stehen. Das hat schon Kant festgestellt. Also wenn Sie eine Kartoffel zerschneiden mit jeweils im 90-Grad-Winkel, können Sie das mit drei Schnitten. Vorne, hinten, rechts, links, oben, unten. Alles, was hinter mir ist, ist ein Bereich des Unkontrollierbaren. Ich sehe es nicht und ich beherrsche es nicht, ich kontrolliere es nicht. Ich erfinde die zweidimensionale Fläche. Wir sind uns einig, es geht hier nicht um eine empirische Aussage, sondern um ein Als-ob-Praktik. Ich erfinde den Sonderraum der Verflachung, in der ich die rechts-links und oben-unten als Ordnungsregister belasse. Aber amputiert ist die Dimension der Tiefe. Es ist überhaupt keine Frage, dass alles, was ist, obwohl das auch verwunderlich ist, in die Zweidimensionalität zu projizieren ist. Es ist auch überhaupt keine Frage, dass alles, was sein kann, Architektur, Technik, in die Zweidimensionalität zu projizieren ist. Und das ist ganz wichtig, es hat mich immer fasziniert, aber wohlgemerkt, darüber reden wir jetzt nicht, sogar unmögliche Objekte, die ich niemals konstruieren könnte, technisch, sozusagen dreidimensional, in der Zweidimensionalität vermag ich sie darzustellen. Und noch einmal die Frage, was ist das Geheimnis dieser, ich meine, Sie kennen das, ne? Das war eben die Escher-Treppe, die Penrose-Treppe ist die Escher-Treppe im Prinzip. Das ist, Escher hat viele dieser Art von Kunstwerken gemacht. Das ist meine Lieblingsgebrauchsanweisung, die toppt noch jede IKEA-Zusammensetz-Sache. Aber jetzt nochmal, irgendwie, ich finde es erstaunlich, dass wir Unmögliches versinnlichen können. Für mich als Philosophin ist es nicht selbstverständlich, dass man das, was nicht sein kann, und zwar nicht, weil wir es noch nicht gebaut haben, sondern weil es logisch nicht geht, trotzdem in die Zweidimensionalität produzieren können. Klar ist jedenfalls, dass der gesamte Aufstieg, also nicht der gesamte, aber der Aufstieg vieler Künste, ne, Choreografie, Komposition, Musiknotation, nicht aller Künste, versteht sich, aber viele, aller Wissenschaft und im Grunde auch alle komplexe technisch-architektonische Konstruktionen Gebrauch machen von der Kulturtechnik der Verflachung. Für mich steht also außer Frage, dass obwohl wir in einer rhetorischen Tradition leben, die den Tiefgang im Denken nobilitiert und Oberflächlichkeit diskreditiert, ich umgekehrt Sie darauf aufmerksam machen möchte, dass quasi unsere gesamten geistigen und ästhetischen komplexen Welten Gebrauch machen von dieser Kulturtechnik der Verflachung. Und in dem Zusammenhang ist der Schatten interessant. Der Schatten ist ja die, wie soll man das sagen, die Naturform der Projektion ins Zweidimensionale. Und also des Voluminösen in das Flache. Und es ist überhaupt kein Zufall, dass sowohl die Ursprungslegenden der bildenden Kunst, wie auch die Wissenschaft selber auf Operationen mit Schatten zurückgehen. Ich
habe, das kennen Sie wahrscheinlich alle, das gibt es in vielen Varianten, diese Ursprungslegende, die Tochter des Töpfers Mutades zeichnet den scheidenden Geliebten an die Wand als Schattenriss. Mutades ist Töpfer und er macht dann aus diesem Schattenriss übrigens wieder eine 3D-Modell des Geliebten. Aber mich interessiert natürlich vor allem dieses Stadium der Verflachung. Und habe dann natürlich noch, ich meine, alle Kulturen haben die Zeit mit der Sonnenuhr gemessen. Ne, wenn Sie einen Stock in den Sand stellen, sind Sie in der Lage, anhand der Länge des Schattens die Stunde anzugeben. Also auch die Entwicklung von Wissenschaft und die Zeitmessung ist ja eigentlich ein wichtiger Schritt in der Rolle der, in der Entwicklung der Wissenschaft. Also auch diese macht Gebrauch vom, ja, vom Schatten. Nur, dass jetzt der Schatten mobil ist und natürlich mit einem Diagramm verbunden ist, mit relativ komplexen, denn da wurde nicht nur die Zeit bestimmt, also oder auch Monate, Jahre, also das ist natürlich noch sehr viel mehr als nur die Tagesstunden abzählen. Gut, ich will das jetzt nicht weiter vertiefen, obwohl ich glaube, es ist noch viel zu wenig gearbeitet worden über den Schatten. Über Licht wird so viel nachgedacht. Und dass wir eigentlich mindestens so viel dem Schatten zu verdanken haben, wird ganz gerne immer unterschlagen. Also die Schattenwelt ist immer, das ist Hades, ne? Das ist die Welt, die Unterwelt, die Licht. Also wir sind immer, Licht ist Wahrheit und Schatten ist eben das Dunkle, Unbeherrschbare. Irgendwas ist da schief. Etwas stimmt an dieser Geschichte nicht. Aber das ist jetzt nochmal eine andere Frage. So, ich komme jetzt zum vorletzten Thema. Jetzt wird es ganz konkret. Also ich könnte jetzt eigentlich ganz viele Beispiele nennen über die Digitalisierung vor dem Computer. Im Thesenpapier habe ich 3, das Sie gerne dann holen sollten später draußen. Ich habe mir nämlich da richtig Mühe gegeben. Es gibt auch ein Weizenbaum-Zitat. Da drin wäre schade, wenn das jetzt alles umsonst kopiert ist. Aber jetzt komme ich dazu, Ihnen nur 2 Beispiele zu nennen über Pioniertaten des Digitalen vor dem Computer. Das eine ist natürlich, wie könnte es anders sein, weil ich mag Leibniz, also Leibniz ist eigentlich mein Lieblingsphilosoph, ja, dass er das Binäralphabet, sagen wir nicht durch Zufall, erfunden hat, ist hinreichend bekannt. Das ist das Manuskript übrigens, wo er zum ersten Mal da am Rand die Binärzahlen aufgeschrieben hat. Also nochmal, Leibniz hat das Binäralphabet aus 0 und 1 erfunden und er war sich natürlich vollkommen im Klaren, dass Menschen mit Nullen und Einsen ganz schlecht rechnen können. Das ist eben das Interessante daran, dass Leibniz da etwas macht, das eigentlich auf etwas vorausweist, nämlich darauf, dass es irgendwann einmal Maschinen geben könnten, die mit diesen Stromzuständen, diesen 0-1 übersetzt in Stromzustände, übrigens auch wieder dieses Tor, ne, das Gatter, das eben offen oder zu bestimmt. Eins ist mir aber wichtig, wenn man, wie gesagt, das ist nichts Neues, dass er das Binäralphabet erfunden hat, aber ich möchte jetzt doch philosophisch Ihnen nochmal klar machen, dass Leibniz im Grunde genommen der Erste war, meines Wissens, man muss immer vorsichtig sein, also ich relativiere das für mich, der Erste war, der gesagt hat, menschliches Denken ist unabdingbar auf Zeichengebrauch angewiesen. Deshalb hat er Gott gebraucht in seinem philosophischen Konstrukt, weil er eine Entität annehmen musste, die kann ohne Zeichen die Welt erkennen, so wie sie ist. Das ist die Gottesmonade, für ihn liegt die Welt offen da, aber der Mensch ist eingeschlossen in einem Labyrinth seiner endlichen Erkenntnisvermögen, die ihn zwingen, ein Filium Ariadne, also einen Ariadne-Faden zu entwickeln, um aus dem Labyrinth des Dunklen herauszukommen. Und dieser Ariadne-Faden sind Zeichenpraktiken. Das heißt also kein Denken ohne Zeichen. Das ist das Wesentliche für Leibniz. Und vor allen Dingen ist klar, dass diese Zeichen für ihn immer mehr sind als nur die Abbilder von etwas, was dem Menschen nicht zugänglich ist, unmittelbar. Sie sind, denken wir etwa an die Null. Gibt es die Null, bevor man ein Zeichen für die Null
erfunden hat, es als leere Menge logisch einführt, Rechenregeln ersinnt. Es kommt jetzt darauf an, ob man Platoniker ist oder nicht. Ich bin keine Platonikerin, obwohl ich Platon auch in vielen Hinsichten schätze. Aber klar ist, dass man eigentlich sagen muss, die Zahl Null wird erzeugt durch die Erfindung und Reglementierung des Gebrauchs des Zeichens der Null im Dezimalen oder auch in anderen Zahlzeichensystemen. Das heißt also, und genau das hat Leibniz auch gesehen, die Zeichen bilden nicht einfach etwas ab, zu dem der Mensch keinen Zugang hat, sondern sie sind im Grunde genommen kleine Maschinen, die das, was sie bezeichnen, in gewisser Weise zugleich auch herstellen. Gut, das mit dem Binäralphabet, das wissen Sie übrigens, eins ist mir auch noch wichtig. Irgendwie finde ich, muss man bestimmte Narrative auch destruieren. Und eines der bekanntesten in meinem Kreis ist die Schlichtheit des Binäralphabets. Das ist ja Reduktionismus pur. Alles reduziert auf zwei Zustände. Kann man noch etwas abartiger behandeln? Der Witz ist aber, niemals. Man kann aus dieser Einfachheit der Form eine unglaubliche Vielfalt erzeugen. Das heißt also, je einfacher ihre Bausteine sind, in gewisser Weise, umso erstaunlich vielfältiger ist das, was sie mit diesen Bausteinen machen können. Und diesen Zusammenhang zwischen, Einfachheit und Mannigfaltigkeit ist das, was Leibniz Zeit seines Lebens immer umgetrieben hat. Er hat das gespürt. Es ging ihm nicht darum, die Welt auf zwei Zustände zu reduzieren, sondern wenn es gelingt, analog dem Ordnungssystem des Alphabets, quasi Grundkomponenten, eine endliche Zahl von Grundkomponenten herauszupräparieren und diese zu kodieren, dann wäre es im Grunde genommen möglich, dass wir die Fähigkeit haben, die Welt wieder als eine Datenstruktur aus diesen Grundkomponenten heraus aufzubauen und zu erzeugen. Ich kann das an der Stelle nicht vertiefen, aber mir ist das sozusagen philosophisch einfach ein Anliegen, dass man diesen Reduktionismusvorwurf, den man natürlich immer erheben kann, wenn etwas nur zwei Zustände hat, kommt einem das ziemlich mager und ärmlich vor. Aber dass das das Baumaterial ist, aus dem sich eine unendliche Fülle von Differenzen überhaupt erst ergibt. Ich meine, mit der Maus haben wir 99% unserer Gene gemeinsam. Und da wird einem plötzlich klar, mit wie wenig eigentlich unendlich große Differenzen zu schaffen sind. Also das ist mir jedenfalls, wenn man über Leibniz als Erfinder des Binäralphabets redet, wichtig als Botschaft einzusehen, dass diese Einfachheit eines der wichtigsten Mittel sind, um Vielfalt, Differenzierung und die Mannigfaltigkeit von Strukturen auch auf die Welt zu bringen. Gut, ich habe jetzt ein Bild der Rechenmaschine, die ist nachgebaut, aber sie ist nachgebaut nach Leibnizschen Vorgaben und sie läuft. Ich habe selber mal hier in Berlin zugeguckt, wie eine Multiplikationsaufgabe erfolgreich mit der Rechenmaschine realisiert worden ist. Also Leibniz hat auch eine 4-Spezies, also 4 Grundrechenart Rechenmaschine erfunden. So, ich sagte, ich muss nur, nein, ich will jetzt mit Leibniz abschließen, obwohl es dazu noch einiges zu sagen gibt. Aber nein, das wird sonst zu spät, wir wollen ja noch Zeit haben. Jetzt kommen wir zum zweiten. Also ich sagte ja, ich habe nur 2 Beispiele. Das zweite ist Ada Lovelace, die ich jetzt auch noch vorstellen will. Das, was Sie hier sehen, ist der erste Entwurf einer universellen Maschine, von der wir heute sagen würden, das ist ein Computer. Die hat Speichereinheiten. Das sind alles Zahnräder, diese runden Kreise. Sie sehen sozusagen von oben auf diese Maschine.
Charles Babbage hat sie ersonnen, übrigens in jeden Tag anderen Entwürfen. Also das ist jetzt einer der Entwürfe. Es gibt dann zu der Lebenszeit Charles Babbage gibt es Ada Lovelace. Da ist sie. Da sind nochmal die Jahreszahlen. Also Ada Lovelace, wie Sie sehen, ist nicht alt geworden. Sie war die Tochter von Lord Byron und Anna Milbank. Beide haben sich 8 Wochen nach der Geburt von Ada Lovelace scheiden lassen, was damals ziemlich selten war und auch sehr skandalös. Die Anna Milbank hat ihre Tochter, wollte den Lord Byron in ihrer Tochter austreiben und hat deshalb diese Tochter unter strengsten Bedingungen aufwachsen lassen. Und diese strengen Bedingungen bestanden darin, dass sie eben mit Naturwissenschaften, Mathematik und weniger mit den schönen Künsten traktiert, kann ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall von den besten Wissenschaftlern seiner Zeit unterrichtet wurde. Als Frau durfte sie in keine Bibliothek. Sie hat dann geheiratet und einen Mann gehabt, der angeblich in der Royal Society ihr alle Bücher abgeschrieben hat, damit sie zu Hause überhaupt an Bücher kommt als Frau. Sie durfte also nicht in Bibliotheken, jetzt mal von Universitäten und so weiter, ganz zu schweigen. Die einzige Form, in der sie als junge Frau irgendwie Zugang zu Wissen hat, waren die Salons. Und in einem dieser Salons, die gemacht worden sind, hat Charles Babbage seine Maschine als Entwurf, die hat nur als Papiermaschine existiert, die Feinmechanik seiner Zeit hätte auch niemals diese Arbeit erbringen können. Ada Lovelace ist Feuer und Flamme für diese Maschine. Das darf jetzt nicht ins Biografische von Ada Lovelace aus, aber schon als Kind hat sie Flugobjekte konstruiert, die von Dampf angetrieben waren. Also ganz verrückte Dinge auch gemacht. Jetzt geht es aber darum, sie hört von dieser Maschine. Sie ist fasziniert, sie tritt in einen beständigen Austausch mit Charles Babbage. Das war in London, also die Briefe gingen täglich, wie es hieß, hin und her. Und Ada Lovelace entwickelt dann das erste lauffähige Programm für diese analytische Maschine von Babbage. Das ist natürlich, ich kann Ihnen das, mir geht es jetzt eigentlich nur darum, dass Sie den tabellarischen Charakter sehen. Also dieses Programm beruht darauf, dass in den Kolumnen die einzelnen Teile der Maschine und die Achse nach unten ist die Zeitachse. Und sie hat sozusagen die Errechnung der Bernoulli-Zahlen, das sind Zahlenreihe, die vor allen Dingen bei trigonometrischen Funktionen zum Einsatz kommen. Sie hat also ein Programm entwickelt, das diese universelle Maschine instand setzt, die Bernoulli-Zahlen zu errechnen. Sie hat dabei Programmiertechniken angewendet, die es auch heute noch gibt, so Rücksprung, Schleifen, also tatsächlich Verfahren zum Einsatz gebracht, die immer noch in Programmierarbeit eine Rolle spielen. Gut, und Sie sehen, es ist wieder die Fläche. Es sind immer die, also sozusagen das, was den Witz dieser technischen Produktivität aufmacht, lässt sich immer darstellen in grafischen Strukturen, die mit der Fläche zusammenhängen. So, ein Zitat: Das Wesentliche von Ada Lovelace ist, dass sie den universalen Charakter der Maschine erkannte. Ähnlich wie Leibniz versteht sie, dass es darum geht, wenn man mit Zahlen rechnet, und die Bernoulli-Zahlen sind eben natürlich Zahlen, dass es aber im Grunde genommen darum geht, algorithmisch Regeln für die Zeichenmanipulation, also für Zeichen der Zahlen, zu entfalten. Und es gibt viele Zitate von Ada Lovelace, die das Potenzial, das diese Maschine hat, weil sie nämlich eine universelle Maschine der Symbolmanipulation ist,
die dieses Potenzial zum Ausdruck bringen. Gut, das war jetzt, das ist nur erst, jetzt will ich wieder rückgängig machen. So, das kommt erst ganz zum Schluss und da ich bin jetzt auch am letzten Punkt. Ich habe jetzt gar nicht mehr auf die Uhr geguckt, wird dringend Zeit. Ne? Ich bin viel zu lang, ich sollte 45 Minuten reden, aber so ist das, wenn man hier oben steht, vergisst man die Zeit. Wenn da nicht, wie auch immer, ich komme jetzt jedenfalls zu meinen letzten Überlegungen. Was geschieht, wenn sozusagen das beschriftete Papier zum elektronischen Interface wird? Das ist natürlich die Frage. Also ich habe mich sehr lange damit befasst, die Produktivkraft der Verflachung in verschiedenen, vor allen Dingen auch für die Philosophie. Philosophen gefällt das überhaupt nicht. Und das hat mich auch irgendwie gereizt. Aber jetzt ist natürlich die Frage, was geschieht denn, wenn das plötzlich die Fläche des Papiers zum elektronisch vernetzten Interface wird? Und ich will das jetzt auch nur ganz kurz andeuten, damit wir eben ins Gespräch kommen, um das nicht zu lange jetzt den Monolog andauern zu lassen. Vor dem Bildschirm sitzen wir mit Abstrichen nach wie vor als Nutzerinnen, rechnen, schauen an, lesen, wie mehr oder weniger wie gewohnt. Aber hinter dem Screen breitet sich rhizomartig ein Universum aus, in dem nur noch Protokolle, Algorithmen, Programme, Maschinen miteinander interagieren. Und das in einer Weise, dass diejenigen, die davor sitzen, dieses Universum von Maschineninteraktionen weder durchblicken noch gar beeinflussen oder beherrschen können. Kurzum, sehr kurz, die Tiefe kommt zurück. Also genau jene sozusagen Unüberschaubarkeit, jene Unkontrollierbarkeit, die wir amputieren und annullieren, indem wir diesen Sonderraum zweidimensionaler Flächigkeit artifiziell herstellen. Genau diese Region des Unüberschaubaren und Unkontrollierbaren kehrt in Form der Maschineninteraktion zurück. Jetzt wäre es allerdings, denken Sie an die Janusköpfigkeit, jetzt wäre es aber zu einfach, wenn ich sagen würde, das ist jetzt sozusagen die Erzählung, die mich interessiert. Die Tiefe sozusagen schlägt zurück, die Unkontrollierbarkeit kommt. Also das Transparenzversprechen, das mit der Alphabetisierung verbunden war. Wir haben uns ja jetzt nicht lange aufhalten können, aber ich könnte an vielen Stellen zeigen, warum wirklich mit dem Alphabet die Idee, dass Wissen zugänglich wird und so weiter und so fort, warum es tatsächlich so etwas wie ein Transparenzversprechen gibt im Zuge der Alphabetisierung. Aber jetzt plötzlich schlägt diese Transparenz um in das Opake, in die Intransparenz, in die Unüberschaubarkeit. Aber so ganz so einfach, da wären wir wieder von der Utopie zur, jetzt nur von der Utopie des Alphabets zur Dystopie des, der Digitalisierung. Klar ist, dass ich diese Geschichte in dieser Schlichtheit hier nicht vertreten kann. Dennoch aber zuerst mal ist das die Problemlage. Die Tiefe kommt zurück mit Blackbox im wahrsten Sinne des Wortes. Klar ist, wie gesagt, Stichwort Janusköpfigkeit, dass die Maschine auch oder die Digitalisierung oder der Computer oder das vernetzte Interface natürlich den Oberflächenbezug radikalisiert. Auch das wäre jetzt ein ganz eigener Vortrag. Ich bin mir auch noch nicht in allen Hinsichten klar, was das heißt. Aber ich bin mir relativ sicher, wenn ich es vielleicht auch als Hypothese noch nicht in der Lage bin, bis ins Letzte begründen zu können, dass man die Digitalisierung und alles bis hin zu den Methoden des Deep Learning und der künstlichen Intelligenz als den Versuch fassen kann, das, was in unserem symbolischen Universum des Alphanumerischen unbewusst versteckt
Und implizit bleibt jetzt, also als verdeckte Spur, jetzt explizit zu machen und auf die Fläche zu bringen. Das ist jetzt ein bisschen kryptisch. Ich will es an einem einfachen Beispiel machen. Wenn wir lesen, einen normalen Text lesen, werden wir geleitet von Konventionen, die wir alle kennen. Zum Beispiel können wir Überschriften unterscheiden vom Fließtext. Wir wissen Eigennamen, dass die was anderes sind als irgendwelche Substantive im Text. Also ganz viel Wissen fließt ein in die Praktik des Lesens durch Menschen von Texten. Wenn eine Maschine instand gesetzt werden soll, einen Text zu lesen, geht es genau darum, diese unbewussten und impliziten Hintergrundannahmen explizit zu machen. Wir müssen Annotation, wir müssen sozusagen unser Dokument, unser schriftbildlichen Text in eine Maschine, durch Markups in eine Sprache, sage ich mal, eine Sprache übersetzen, die es eben einer Maschine möglich macht. Den Unterschied zwischen dem, was eine Überschrift ist und dem, was im Fließtext steht, zu sehen. Es steht dann beim Programmieren und so weiter, es steht auf der Oberfläche geschrieben. Oder damit eine Maschine meinen Fingerabdruck als Autorin identifiziert, damit, wenn mal ein anonymer Text gefunden wird und sich jemand fragt, ob der von mir ist, man die Maschine daran arbeiten lassen kann, die vielleicht mit gewisser Wahrscheinlichkeit sagt, dieser Text ist von Sibylle Krämer geschrieben oder nicht. Also mein Fingerabdruck ist eigentlich ganz einfach. Sie müssen alle Texte lesen von mir und dann auszählen die Worte. Nicht jetzt besondere wie Kulturtechnik der Verflachung. Das wäre jetzt banal. Nein, wie oft sage ich als und oder bisweilen. Alle Worte werden gezählt. Da wird eine Liste gemacht, das häufigste Wort und ganz unten kommt irgendwas Seltenes. Und dann haben Sie meinen Fingerabdruck als Autorin. Und wenn jetzt ein Text gefunden wird, sozusagen kann man schauen, immer nur wahrscheinlich. Es gibt nie eine Sicherheit, kann man schauen, ob ich wahrscheinlich die Autorin bin. Ich meine, nach diesem Verfahren, das ich jetzt natürlich ein bisschen verballhorne, sind wichtige Sachen. Es gibt ein Stück Richard III. Und man wusste nicht, ist Marlowe oder Shakespeare der Autor, und hat dann durch Maschinen, genau indem man so etwas machte, also nicht die speziellen Worte, sondern die Nebenprädikate untersucht und konnte dann sagen, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist Shakespeare der Autor dieses Stückes. Aber was heißt das? Es heißt immer, dass etwas, was all meinen Texten implizit ist, nämlich wie häufig ich bestimmte Worte gebrauche, dass das durch die Maschine sozusagen auf die Oberfläche gehoben wird, sichtbar, in gewisser Weise sichtbar gemacht wird. So, ich will das jetzt nicht weiter fortsetzen, aber ich glaube, vielleicht haben Sie ein Gefühl dafür, was ich damit meine, dass die Digitalisierung in gewisser Weise bedeutet, dieses Prinzip des Oberflächenbezugs noch zu radikalisieren. Weil der Computer letztlich die forensische Maschine ist. Ne? Eben, das wissen wir alle, unsere Datenspuren. Von jeder Aktion, die wir am Computer machen, gibt es eine Spur. Maschinen können das lesen. Wir normalerweise nicht, aber Maschinen geht das. Also nur, um es nochmal zu wiederholen, das Oberflächenprinzip wird jetzt nicht einfach ad acta gelegt, sondern wird in gewisser Weise durch die Digitalisierung radikalisiert, wobei ich dahinter auch noch ein Fragezeichen machen muss. Das ist für mich auch noch das Nachdenken darüber noch relatives Neuland. Aber ich glaube, das ist schon relativ plausibel. Von Suchmaschinen will ich gar nicht, wie funktioniert. Aber lassen wir mal, Suchmaschine wäre auch ein schönes Beispiel für diesen Oberflächenbezug. Stellen Sie sich mal vor, ne? Das gesamte Universum der Dokumente, das durchsuchbar ist, wird sozusagen zum Schluss auf ihren Screen gebracht, gerankt nach einem schönen Google-Page-Ranking, das wir alle nicht kennen, das aber relativ raffiniert ist, nicht etwa mit meisten Klicks oder so arbeitet. Aber auch wieder, es wird das ganze Schriftuniversum wird kanonisiert durch ein Page, also durch einen Ranking-Algorithmus und auf die Oberfläche gebracht für die Nutzerin zur weiteren
Verwendung. Also insofern, wenn die Tiefe wiederkommt als unkontrollierbare Macht, dann ist sogleich klar, dass es auf der anderen Seite eben auch die Oberflächlichkeit radikalisiert wird. So, und jetzt dann, das haben Sie ja schon gesehen, oh, wie ist das denn jetzt passiert? Habe ich mehrmals da unbewusst drauf gedrückt, auch unbewusst, ja. Ne, Entschuldigung, ach, das hasse ich so, wenn jetzt habe ich, Entschuldigung, jetzt muss ich das Ganze durchlaufen lassen, bis wir, so viel war es ja nicht. Entschuldigen Sie, das ist wirklich, ich finde das ganz schlimm, sowas. Da wollte ich eigentlich nur noch mal hin. Das andere Problem, an dem ich am Nachdenken bin, ohne es zu genau zu wissen, wie es weitergeht, ist die Frage der digitalen Mündigkeit. Klar ist, ich finde wirklich, wir haben, also ich gehöre trotz Kolonialismus und Postcolonial Studies und so weiter, bin ich der Meinung, dass die Aufklärung mit ihren universellen Menschenrechten zu verteidigen ist. Die Aufklärung ist ja ein Programm, die war ja noch nie Realität, aber das Programm ist in vielen, nicht in allen, aber in vielen Hinsichten ein sinnvolles Programm. Ich frage mich aber, brauchen wir nicht eine neue digitale Aufklärung? Und weiß selber noch nicht genau, was das eigentlich heißen würde. Klar ist, ich habe Ihnen mal dieses Zitat von Kant angegeben, dass es um Mündigkeit geht. Kant natürlich Mündigkeit im Denken, bediene dich deines Verstandes selber und nicht, lass dir nicht durch Kirche und Staat sagen, wie du zu denken hast, das ist schon klar. Aber die Frage ist, was würde das jetzt übertragen, ich sage das jetzt mal übertragen, natürlich nicht, es muss grundsätzlich verändert werden, was würde das heißen für unsere digitalisierte Gesellschaft? Wie könnte eine digitale Aufklärung aussehen? Mit dieser Frage will ich eigentlich enden, da weiß ich auch noch gar nicht so viel zu antworten. Und danke Ihnen jedenfalls fürs Zuhören. Und das war's zuerst mal. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Krämer, für diesen sehr klaren Vortrag. Wir sind schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Ich würde aber versuchen, hier vorne gerne drei Themen mit Ihnen kurz anzusprechen, bevor wir das öffnen zum Publikum. Ich denke, wir werden über die digitale Aufklärung reden müssen, das vielleicht am Schluss. Wir werden über das Paradigma der Transparenz sprechen müssen. Und ich würde gerne mit Ihnen über den Gegensatz von natürlich von Verflachung, Fläche und Tiefe sprechen. Und damit möchte ich eigentlich gerne beginnen, anschließend an Ihren Vortrag. Wenn Sie quasi das Alphabet als auch Technik der Verflachung tatsächlich skizziert haben, die zu Transparenz führt, die auch zu sowas wie einer Datenbank führt, möchte ich kurz anführen, was, nee, Entschuldigung, ich bin ganz falsch, da wollte ich ja zum Zweiten sprechen. Es geht um die Verflachung. Was ist eigentlich da los mit der Stimme? Weil wir haben jetzt über das Alphabet gesprochen und über die Verschriftlichung, wie viele Dimensionen hat die Stimme? Fangen wir vielleicht mal so an. Wie lässt sich die so fassen? Also Sie haben ja hier schon, Sie haben ja schon ein Mikro, oder? Sie brauchen es gar nicht, genau. Ja, geht das so, oder? Ja, doch, jetzt geht's wieder, also prima. Ja, die Stimme übrigens, das macht mich auch vor allen Dingen aufmerksam auf das, was ich in meinem Vortrag natürlich überhaupt nicht gesagt habe. Ich habe immer gesagt, hier das Papier wird zum Interface, ne? Aber natürlich geht die Entwicklung ja weiter. Das Interface ist ja am Verschwinden durch die Sensortechnik. Zunehmend wird die Stimme das Medium. Und insofern ist die Frage sowieso extrem wichtig, und das muss ich sagen zur Relativierung meiner eigenen Überlegungen, um das nochmal ganz klar auszudrücken. Also das vernetzte Interface ist selber auch wieder nur ein Zwischenstadium der Digitalisierung. Und tatsächlich werden jetzt Medien relevant, die eben in ihrer Dimension ganz anders angesetzt sind. Und jetzt Ihre Frage, die Stimme, ja, was hat die für Dimensionen? Die Musik, man sagt
die Musik, wenn Stimme Musik ist, ist sie in der Zeit. Und wir sind gewohnt, ich weiß nicht, ob das richtig ist, die Zeit als etwas in eine Dimension zu betrachten. Aber natürlich hat Stimme Volumen, das wissen wir. Ne? Wir können mit der Stimme auch, also man kann ja verletzende Worte, die werden gerade auch machtvoll durch die Art und Weise, mit welchem Volumen die Stimme bis hin zum Schrei ausgestattet ist. Also kurzum, die Stimme wäre eine triviale Antwort in der einen Dimension der Zeit. Aber vielleicht kann man die Frage der Dimension gar nicht so an die Stimme setzen. Ich meine es eigentlich gar nicht so sehr mit aktuellen Technologien verbunden, sondern eigentlich im Gegenteil ganz historisch. Und ich möchte mit Ihnen damit verbunden über Kritik reden und über den Begriff der Kritik. Also wenn wir jetzt quasi von Verflachung sprechen, wie Sie es gemacht haben als Kulturtechnik, dann geht es ja um Effizienz, es geht um Datenmengen, es geht um Operationen, die wir quasi verstehend oder interpretierend nicht leisten können. Deswegen gibt es diese Kulturtechniken oder eben diese Maschinen. Jetzt, wenn man die Geschichte der Kritik anguckt mit dem Buchdruck, hat es ja nicht nur mit dem Buchdruck zu tun, sondern mit der Kanzel, ne? Also mit der Predigt. Die Kritik ist eine Reaktion auf das Pastoral, quasi auf die Predigt, die dann dagegen geht. Das ist auch ein Phänomen der Stimme, könnte man sagen. So steht es zumindest bei Foucault ein Stück weit. Was ist Kritik? Also die Kritik ist etwas, was die Stimme einer anderen Stimme entgegensetzt. Anders gefragt, ist denn die Technik der Verflachung quasi ein Verfahren, was Kritik erstmal hintanstellt? Ja, Kritik. Also zuerst mal zu der Stimme. Also man muss das natürlich immer, denken Sie mal an mündliche Gesellschaften, also bevor die Schrift und das Buch überhaupt existierte. Interessant ist doch, dass das kulturelle Gedächtnis in Gesellschaften, die nur die Stimme kennen, also keine grafischen, flachen Aufzeichnungsmedien haben, in Listen denken oder Stimme rezipieren. Wir wissen, dass Homer wahrscheinlich ja ursprünglich gar nicht geschrieben war, sondern es war ein Gesang, es wurde oral aufgeführt, aber es gibt immer wieder diese sich wiederholenden Verse oder diesen Rhythmus. Und das Komische ist, dass es gibt in der Stimme bereits eine Tendenz zur Liste, die ja etwas Geschriebenes und wenn man so will, auch Flaches ist. Also das Merkwürdige ist, dass man eben mit der Stimme gleichsam ein Medium der Schrift schon simuliert, bevor überhaupt diese Schrift vorhanden ist. Aber gut. Also die Stimme wird auch flach gespeichert, auch in oralen Gesellschaften könnte man vielleicht sagen. Könnte man, weil die Wiederholungsfigur so wichtig ist. Was ist die Wiederholung? Das ist eigentlich immer wieder nach vorne bringen von etwas ein und demselben oder der Versuch jedenfalls. Also man könnte schon sagen, dass die Stimme irgendwie versucht, diese Kulturtechnik der Verflachung in ihrem Medium zu simulieren. Ich habe mir das so noch nie überlegt, aber ich weiß auch nicht, ob das so haltbar ist. Ne? Aber Sie haben noch was zur Flächigkeit gefragt. Vielleicht sollten wir mal lieber von der Stimme weggehen. Ja, ob die Kultur der Verflachung quasi tatsächlich ein Verfahren ist, das schon sehr viel länger andauert, als wir denken, was der Kritik zuwiderläuft, weil es ein Rechenverfahren ist. Ich rekurriere da ein bisschen auf Dirk Becker, der so ein ganz hartes Paradigma aufgestellt hat, hat gesagt, ja, es gibt die Kultur der Kritik, das ist der Buchdruck, also die Technologie der Kritik, und es gibt die Technologie des Netzwerks. Und das ist die Digitalität, ne, die dem quasi entgegen. Aber das verstehe ich irgendwie gar nicht. Also in Griechenland gab es, bevor die Schrift erfunden worden ist, aber schon Gerichtsverfahren. Und in diesem Agonie, das agonale Widerpart, das Spiel zwischen zwei konkurrierenden oder sich bekämpfenden Parteien. Und da ging es darum, wer Recht hat. Und es war doch so, dass Kritik da bereits eine Form war, in der einfach zwei Positionen miteinander konkurrieren, ja eben um die Frage des Rechthabens. Und irgendwie hat die Philosophie das auch beerbt, glaube ich, mit dem Rechthaben. Also es ist ja auffallend, dass die Philosophen an Sprache immer nur die Sprachform interessiert, in der das Argument entwickelt wird. Und das Argument ist ja eine Form der Machtausübung und des Versuches, in der Sprache zu zeigen, ich kann es jetzt nur wiederholen, Recht zu haben. Und ich glaube eigentlich, dass die Kritik im Grunde genommen mit diesem Agonalen zu tun hat. Also zuzulassen,
dass etwas auch anders sein kann, dass es etwas polarer sein kann, vielleicht in dem Sinne. Aber eigentlich die Kritik mit dem Buch, natürlich hat die Kritik mit der Schrift zu tun. Denn wenn ich etwas mündlich sage und Sie kritisieren mich, dann kann ich immer sagen, aber ich habe das doch so gesagt, und meinem Gedächtnis wird das dann auch plötzlich umgebildet. Also es gibt so eine Anpassung des Gesagten an das, was man zu jeder späteren Phase auch denkt. Also kurzum, wenn man nicht aufschreibt, kann man niemals fixiert werden auf das, was man denkt. Erst die Schrift ist definitiv, macht eine Position zu etwas, das dann tatsächlich auch bestreitbar ist. Und insofern, aber ich würde niemals sagen, das ist eine Buchdrucktechnik, sondern die Kritik ist im Grunde genommen eine Institution der Schrift. Denn es ist möglich, Gerichtsverfahren in das Medium des Textes zu übertragen, als ein Ringen im Medium von Argumenten. Platon hat deshalb in Dialogen geschrieben. Da hat zwar Sokrates immer recht, also das sind eigentlich gar keine Dialoge, aber nehmen wir jetzt mal an, es wären Dialoge. Da ist es eben so, ich sagte, das ist die Genialität der Philosophie, dass sie denkt, Sprache ist dazu, recht zu haben. Und aber jetzt mal weg von Sokrates, diese grundlegende Idee, im Gerichtsverfahren gibt es ein Ringen um Streitfragen, und man kann das mit der Erfindung der Schrift transponieren in das Medium des Textes. Und dort wird es zum Widerpart der Argumente. Und das ist der Moment der Entstehung von Kritik. Mit Buchdruck hat das für mich zuerst mal nichts zu tun. Die Kritik an der Bibel, das ist, glaube ich, das, was dann Becker meinte. Ja. Aber gehen wir nochmal zurück auf den Transparenzbegriff. Sie haben den Vortrag ja auch so begonnen, also mit der quasi biografischen Notiz, dass als Sie Doktorandin waren in den späten 70er Jahren, glaube ich, dass Sie gesagt haben, naja, Computer hatten für uns ein Transparenzversprechen, was quasi nicht diskriminiert und so weiter. Und heute sind wir da eher bei einer Dystopie gelandet. Das ist natürlich auch ein bisschen der Weg von Silicon Valley selbst. Selber, quasi, was natürlich genau von diesen quasi entgrenzten, auch psychedelischen, schon fast Transzendenz, nicht nur Transparenz, sondern Transzendenzversprechen ausgegangen ist und jetzt ganz woanders landet. Und Sie sagen, das Opake, die Tiefe kommt wieder zurück, und Sie werden das auch negativ ein Stück weit. Da möchte ich jetzt nochmal fragen, wenn Sie von der Datenbank ausgehen, Sie haben die Entwicklung hin zu Datenbanken, zu Bibliotheken, zu Lemmata erklärt. Das sind natürlich alles, könnte man sagen, das ist jetzt eher die Frage, ja auch erkennen, dienstliche Verfahren. Es sind auch Verfahren, die quasi tatsächlich keine opaken Räume zulassen, die kein Geheimnis zulassen, die keinen Schutz vielleicht auch vor der Macht zulassen. Man könnte heute auch sagen, das Problem gewisser Algorithmen ist gerade, dass sie quasi nur mit Transparenz rechnen und eben das Opake tatsächlich nicht rechnen können. Auch da rekurriere ich ein bisschen auf eine Speakerin, die wir schon mal da hatten, Louise Moore, die sich über die Intransparenz, über das Intransparenzversprechen oder über den Wunsch danach von Algorithmen länger unterhalten hat. Aber da nochmal die Frage, ist Opacity, also Dunkelheit, der Schatten quasi, könnte man auch sagen, in diesen Verfahren tatsächlich etwas, was wir nicht wollen, oder bräuchten wir nicht im Gegenteil vielleicht sogar mehr davon? Weil eine Datenbank ist immer auch ein Regierungstool. Eine Datenbank ist immer auch was? Ein Regierungstool. Ein Werkzeug zum Regieren. Zum Regieren im Bereich des Wissens. Also ich meine Datenbank, als ich sagte, Enzyklopädien, Wörterbücher und Handbücher sind frühe Formen, in der das Wissen nach dem Datenbankprinzip aufgebaut worden ist. Das heißt natürlich, es ist die Form, in der Wissen zugänglich gemacht wird. Und es ist völlig klar, dass das immer auch ich habe Ada Lovelace erwähnt. Ne? Was nutzen Ada Lovelace, dass die Enzyklopädie von D'Alembert und Diderot in der Bibliothek steht und sie hat keinen Zugang dazu? Also es ist völlig klar, dass die Frage, wer Wissenszugang hat, wie die Macht der Wissenszugänge verteilt ist, eine politische Frage ist. Mir geht es nur darum zu sagen, es ist doch genial, dass durch die alphabetische Anordnung von Stichworten es möglich ist, solche riesigen Textmengen, und zwar jetzt durch menschliche Handlungen, aufsuchen und verarbeiten zu lassen.
Die ganz andere Frage ist, da sind wir wieder bei dem Januskopf, wer steht vor der Türe? Die ganz andere Frage ist, wie die politischen und infrastrukturellen Bedingungen geschaffen sind, die überhaupt dieses Potenzial sich entfalten lassen. Aber ich will, und auch der Algorithmus. Ich meine, als François Vietat die symbolische Algebra erfunden hat und die Algebra zum ersten Mal zum Schüladam Riese, den wir alle so kennen als Sprichwort, der war derjenige, der das Rechnen beigebracht hat. Das wurde zum Schülerwissen. Es war eine unglaubliche Demokratisierung des Wissens, als es zum ersten Mal möglich war, durch das Alphabet, durch die symbolische, die Buchstabenalgebra, wie wir immer sagen, das Gleichungslösen zum Schülerwissen leer und lernbar zu machen. Wer dann wiederum überhaupt Zugang zu den Schulen hatte, wer gehört überhaupt zu denen, die Schüler werden dürfen und wer ist es nicht, das ist eine immanent wichtige und eine immanent politische Frage. Aber sie ist, aber das Datenbankprinzip oder in diesem Fall die symbolische Algebra als Algorithmus, wie man eine komplizierte Gleichung korrekt lösen kann, dass es so etwas gibt und dass es zur Verfügung gestellt wird, ist eine Form der Zugänglichkeit, der Demokratisierung, der Transparenz des Wissens, meine ich. Ich meinte, glaube ich, jetzt weniger nur Zugang, sondern auch so etwas wie Schutz. Sie haben ja auch vom Rhizom gesprochen. Ne? Also wenn die Tiefe zurückkehrt hinter der Fläche, haben Sie von rhizomartigen Verflechtungen von Interface hinter den Interfaces gesprochen. Ja. Und das Rhizom war ja auch mal ein eher positiv, quasi emanzipatorischer Begriff von Deleuze-Guattari in den 70er Jahren. Oder war das schon sogar schon früher, war es schon Ende 60er, als er eingeführt wurde. Und jetzt kehrt das so quasi zurück als was Bedrohliches. Also was hat diese Umwertung, wenn man so möchte, ausgelöst. Das ist schon richtig mit diesem, denken Sie mal an die Privatsphäre, das ist ja ein anderes großes Thema, das Verhältnis von Privatem und Öffentlichem. Also wir empfinden es in gewisser Weise als Schutz, eine Privatheit zu haben, die nicht transparent ist, die verborgen, die, ich darf meine Geheimnisse haben, ich muss nicht alles, was ich tue, offenlegen. Nur von meinem Computer habe ich keine Geheimnisse. Und damit von allen, also machen wir uns das mal klar. Also ich kann jetzt hier über den Schutz der Privatheit und die Rolle und Relevanz des Privaten reden und weiß gleichzeitig, dass, also Smartphone benutze ich weniger, aber dass Notebooks, Smartphones in einer Weise eine Profilierung der Person in Form von Datenspuren ermöglichen, die ja viel tiefer geht, als die Person sich selber kennt. Also unsere Maschinen wissen ja viel mehr über uns, weil sie eben auch gleichsam das Unbewusste, was sind deine Anfragen, was sind deine Videos und so weiter und so fort. Und in dem Sinne denke ich, dass man natürlich sehen muss, dass im Grunde genommen mit der Digitalisierung im Prinzip Privatheit zuschanden geht. Ich kann es vielleicht noch nicht wissen oder merken, weil ich immer noch denke, nur ich weiß, was ich mache mit dem Computer. Aber Fakt ist, dass Privatheit, die ja auch überhaupt erst im 19. Jahrhundert quasi erfunden worden ist, und ich meine, wenn Sie auf dem Dorf groß geworden sind, da ist jetzt auch nicht so fürchterlich weit her mit der Privatheit. Aber wie auch immer, nehmen wir mal an, es gibt diese Privatheit, sie macht unsere Identität aus. Sie ist das, was irgendwie auch unsere Identität schützt. Sollten wir aber uns radikal klar machen, dass mit der Digitalisierung diese Privatheit nicht mehr gegeben ist, nicht mehr wirklich gegeben. Wir können uns das noch einbilden, aber sie ist nicht mehr gegeben. Und umgekehrt, dass Strategien zum Schutz der Privatheit auf der Ebene der Datensicherheit und so weiter oftmals umschlagen können in Zensur. Mhm. Also sie, und da merkt man die Ambivalenz. Also ich habe darauf jetzt so keine festen Antworten. Wie ist das denn mit dem Verhältnis von Privatem und Öffentlichen? Aber ich glaube, dass die Idee der Privatheit, wie sie in der bürgerlichen Gesellschaft sich entwickelt hat, dabei ist, zu erodieren. Und jedes Geheimnis am Computer kann gehackt werden. Darüber sollten wir, es gibt, egal mit welchen raffinierten Verschlüsselungstechniken, im Prinzip, wenn es wirklich gewollt ist, können diese Dinge
entschlüsselt werden. Also wir müssen uns irgendwie klar machen, dass wir auf einer bestimmten Seite, indem wir mit der Maschine interagieren, wir innerlich im Grunde genommen so weit sind, ja doch irgendwie der Maschine gegenüber offen zu legen und damit auch jenen, die in der Lage sind, hinter der Maschine diese Datenspuren zu sichern. Ich glaube, Privatheit ist ganz schön gefährdet. Ich glaube, die war schon immer gefährdet, seit ihrer Einführung. Also Raymond Geuss, ein britischer Philosoph, würde sagen, die war nie stabil. Ja. Die war quasi immer bedroht, contested, könnte man sagen. Nehmen Sie mal die Straßennamen im 19. Jahrhundert, die Kartografierung der Stadt und so weiter. Das sind da klare Überwachungswerkzeuge, auch da, zu denen man sich verhalten musste. Und vielleicht hat man sich aber auch da die Frage gestellt, was machen wir jetzt mit dieser Verschiebung an quasi Überwachung und an Privatheit. Also gibt es eine Art von Aufklärung, ich weiß nicht, ob man das damals so genannt hat, aber Sie haben sie jetzt so genannt, die digitale Aufklärung, brauchen wir, Sie haben es als Frage gestellt, als offene Frage, brauchen wir eine digitale Aufklärung? Lassen Sie uns da noch ein bisschen drüber nachdenken, bevor wir das gleich öffnen, was das denn wirklich heißen könnte. Was heißt digitale Aufklärung? Heißt das jetzt mehr Transparenz oder heißt das im Gegensatz vielleicht doch weniger Transparenz? Oder wie haben Sie es gemeint? Wie würden Sie da ins Offene kommen? Herr Müller, ich hing im Moment, als Sie sagten, mit den Straßennamen. Also entschuldigen Sie, ich antworte dann auch noch mal auf die Aufklärung und so. Aber ich muss nur mal was sagen. Überlegen Sie mal, wenn Straßennamen eingeführt werden, werden wir lokalisierbar auf der Karte. Also wie wenn Descartes das Koordinatensystem einführt und die geometrischen Figuren jetzt durch Zahlenpaare wiedergegeben werden, so können wir durch Straßennamen auf der Karte eindeutig lokalisiert werden. Das ist, also wir bekommen einen Ort auf der Fläche durch die Straßennamen, einen identifizierbaren Ort. Das finde ich zuerst mal erstaunlich. Ja, also habe ich noch nie drüber nachgedacht. Entschuldigen, gehört aber nicht zur Sache. Jetzt noch mal zu dem Digitalen. Das ist digitale Aufklärung. Ich kann die Frage ganz kurz stellen. Adressierbarkeit ist natürlich, Adressierbarkeiten ist ein ganz wichtiges Phänomen. Und das ist genau wieder das Janusköpfige. Ne? Ich meine, also ich war in Japan und ich habe mich so rettungslos verlaufen in Tokio. Ich hätte mir so gewünscht, dass es sowas wie Straßennamen gibt. Die gibt es ja da zum Teil nicht. Ja. Es gibt Quadrate. Ne? Da sind aber Tausende drin. Ne? Also wie immer, das ist jetzt vielleicht kein sehr, sehr kluger Einwand, aber irgendwie, wenn man dann in einem Fremden, wenn man sich orientieren will, ist es ganz gut, dann arbeiten wir mit dem Raum. Ich meine, Heidegger dachte, wir sind Zeitwesen. Aber ich denke nach wie vor, wenn wir in Probleme stecken, benutzen wir Raumrelationen, um uns irgendwie zu orientieren. Und deshalb finde ich, dass Straßennamen auch das, was Gutes haben, weil sie uns einfach helfen im fremden Terrain, sich mit Hilfe der Karte, ist ja auch ein typisches Verflachungsinstrument, orientieren zu können. So, jetzt können wir zu dem Digitalen kommen. Sorry, das war jetzt irgendwie. Natürlich ist das super, aber es war ja auch ein Bedürfnis der Post und der Polizei. Ne? Also das ist der Grund, warum man die Straßennamen so eingeführt hat. Die Polizei hat es dann auch einfacher, das ist richtig. Aber was ist digitale Aufklärung? Was würden Sie damit verbinden? Was also ich Sie meine, ich weiß, was es, also zuerst mal, in einer Sache war die Aufklärung wirklich falsch, die europäische, wirklich, wo ich denke, so geht's nicht. Und das ist in diesem, dass der Einzelne, das Individuum ist Träger des Denken, ne? Descartes cogito, erste Person, Singular. Das war schon klar, Kant meint, der Einzelne muss mündig werden, den eigenen Weg im Denken zu gehen, urteilsfähig. Und ich glaube, es ist völlig klar, dass Intelligenz, Vernunft, Verstand, Wissen etwas Kollektives ist. Also das wäre das Axiom eigentlich der digitalen Aufklärung, dass uns klar wird, dass Wissen nur als kollaboratives oder kollektives Wissen und Intelligenz gegeben ist. Also da würde ich ganz klar einen Strich machen durch das, was in der traditionellen Aufklärung gesagt ist. Das andere ist eben mit der Mündigkeit. Und ich frage mich, was heißt die Mündigkeit in Bezug auf die Digitalisierung? Und da erinnere ich nochmal dran, dass Aufklärung ja auch heißt, also Descartes, ne, Methode. Also es geht ja nicht nur darum, selber zu denken, sondern auf eine bestimmte Weise zu denken. Und das heißt Disziplin und das heißt
auch Selbstdisziplin. Und man kann jetzt sehr viel sagen zur Disziplinierung durch methodisches Denken, aber es hat für die Wissenschaft auf jeden Fall seine Vorteile. Ich finde das aber wichtig zum Digitalen. Ist das nicht auch eine Form von hieße Mündigkeit im Digitalen nicht auch eine Form von Selbstkontrolle? Also zuerst mal heißt, Entschuldigung, das geht, ich sagte Ihnen ja, ich habe noch nicht viel Ahnung darüber, aber es geht ja scheinbar um die Frage von Kontrolle. Wie kriege ich Kontrolle zurück über meine Daten oder Datenspuren? Und ich würde, das wäre das eine, aber vielleicht das viel schwieriger ist die Selbstdisziplinierung, den Verführungen des Internet auch widerstehen zu können. Also gestern Askese. War ich bei einem Vortrag und da wurde dann eben gesagt, aus dem ist die Handysucht geworden. Ja klar, kann man das so sehen, aber vielleicht in jedem Umbruch eines neuen Mediums haben wir noch nicht die Praktiken, die in jeder Hinsicht angemessen sind am Medium. Und da würde ich sagen, müsste Mündigkeit, digitale Mündigkeit, Datensouveränität nicht auch heißen, eine Selbstkontrolle, dass wir selber lernen, den Verführungen, das immer weiter so, das nächste Video wird, poppt schon auf, kaum ist das alte zu Ende, denen zu widerstehen. Also Mündigkeit würde ich dann also nicht nur als ich möchte über meine Daten verfügen, sondern auch als ich sollte lernen, mit den Risiken und Verführungen dieses Mediums Digitalität angemessen umzugehen. Medienkompetenz finde ich irgendwie ein komisches und ziemlich blödes Wort. Aber diese Art von Selbstkontrolle, dass wir lernen müssen, dass die Langsamkeit im Denken gut ist. Wir müssen nicht 50 Mal, so ist es empirisch, pro Stunde in die E-Mail gucken. Und wir müssen auch nicht nur 15 Sekunden und Zeit nehmen, um eine Page zu überfliegen. Das Schreiben verlangsamt, definitiv. Die Stimme geht alles ganz schnell. Wenn ich es aufschreiben muss, wird es mühselig. Muss ich auch manchmal drüber nachdenken. Und wir müssten vielleicht es schaffen, diese guten Seiten der Schrift, der alten Schriftliteralität, Kulturtechnik der Literalität, auch zu bewahren und für sie wieder zu kämpfen. Die Republika war ja mit diesem Motto, zu lang lese ich nicht, diesen Internet-Slogan, das ironisch gewendet, wir müssen es wieder lernen, auch die Schrift in ihren kulturtechnischen Dimensionen zu akzeptieren. Und das ist eine Langsamkeit in der Auseinandersetzung mit dem Symbolischen wieder und zu kontrollieren, ja. Ich möchte da ganz am Schluss dann vielleicht noch als allerletztes drauf zurückkommen, welche Institution, ob das Gesetzgeber ist, ob die Pädagogik, ob die Maschine oder doch das Subjekt ist. Aber lassen Sie es für den Schluss aufsparen, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit und ich würde gerne jetzt mal in den Saal fragen. Hier gibt es zwei Mikrofone, hier oben gibt es eins. Würden wir vielleicht ein bisschen ins Gespräch kommen hier im Saal, bevor wir mal gucken, ob bei Twitter etwas schön, passiert ist heute Abend. Okay. Ja, hier zweite Reihe, bitte. Würde jemand das vorne, Mikrofon? Und da. Und da der Herr, da an der dritten, ne? Alles klar, fangen wir mal so an. Bitteschön. So, das war ein super Vortrag, habe es sehr genossen. Und vor allem diese ganze Idee mit der Verflachung. Im ersten Moment habe ich gedacht, oh Gott, das stimmt doch nicht. Verflachung ist doch was Negatives. Und dann wird Verflachung zusammengebracht mit Effizienz und Knowing How und dass es machbar ist und dass man es dann doch noch verstehen kann oder besser verstehen kann oder sogar mehr Leute das die Praxis dann machen können. Wenn man das jetzt auf diese ganzen digitalen Geschichten anwendet. Haben Sie diesen Slogan geprägt, den ich nicht vergessen werde, dass die Tiefe schlägt zurück. Und da konnte ich nicht mehr ganz folgen und da wollte ich nochmal nachfragen. Also ich vermute, dass da sowas mit gemeint ist, wie dass der normale User natürlich kein Verständnis mehr davon hat, welche Prozesse da eigentlich ablaufen und denen dann ausgeliefert ist. Aber ist das dann Tiefe? Weil also die Prozesse, die da sozusagen stattfinden, die haben ja selber auch kein Verständnis von sich. Also ich würde einem komplizierten Algorithmus auch keine Tiefe zuschreiben. Das ist ja auch ein Algorithmus ist ein super flaches Ding. Obwohl es ja interessant ist, dass die gesamte Terminologie der Artificial Intelligence im Moment auf Deep Learning, Deep Writing, es gibt ja Gedichte, die mit künstlicher Intelligenz jetzt es bis in die Frankfurter Anthologie geschafft haben, also wunderbare Gedichte, die ein Computer geschrieben hat. Genauso wie es ja bekannt ist, dass es eben sehr gute Porträts gibt,
die eben unterzeichnet mit dem Algorithmus, den er es hergestellt hat, indem man die gesamten Porträts von 2 Jahrhunderten eingegeben hat der Maschine und die Maschine eine eigenständige, ohne Vorbilden diese Art Porträt geschaffen hat. Auch das wird dann mit Deep Learning-Methoden beschrieben. So, aber nochmal zurück. Also erstmal ist auffallend, dass der Begriff der Tiefe immer wiederkehrt. Also ich habe darüber noch nicht genug nachgedacht, aber ich finde das erstmal signifikant, dass die ganzen KI-Methoden, dieser Umschwung der KI, der plötzlich der künstlichen Intelligenz in den letzten Jahren zu einem Aufschwung verholfen hat, die gab es ja schon mal, die künstliche Intelligenz, aber irgendwie ist das veräppt, hängt aber plötzlich mit diesen Deep Learning-Methoden zusammen. Das ist zuerst mal das, was mir auffällt zu dem Tiefen. Ja, die Tiefe schlägt zurück. Ich meine das ganz einfach und natürlich metaphorisch. Natürlich gibt es in dem Sinne, wenn ich sage, es ist ja das Netz, das dahinter steht. Und dieses Netz habe ich jetzt mal ausgedrückt als Analogon zu einer gewissen Tiefe, weil eben Protokolle, Programme und Maschinen miteinander interagieren. Aber verstreut über alle Server weltweit. Also man muss sehen, dass der Begriff der Tiefe da natürlich irgendwo auch metaphorisch ist. Es soll aber ausdrücken, dass die smarte Nutzerfreundlichkeit am Screen eine Rückseite hat. Das meine ich damit. Ne? Mein Papier hat keine Rückseite. Wenn ich das lesen will, muss ich das Buch umblättern. Muss ich die Unterseite zur Oberseite machen, um sie lesen zu können. Also in dem Sinne hat in der Kulturtechnik der Verflachung im traditionellen Sinne die Rückseite ist relativ unerheblich. Aber jetzt nochmal das Wiederholen, smarte Nutzerfreundlichkeit hat ihre Rückseite. Und ich kann das nicht anders ausdrücken, als dass ich sage, mit diesen unübersehbar vielen Interaktionen, die von niemandem mehr zu überblicken sind, ist so eine Form von Opazität, von Tiefe, von Unkontrollierbarkeit zurückgekommen. In dem Sinne meine ich das. Und dass die existiert, ist ja keine Frage. Ne? Dass diese Interaktion milliardenfach ohne menschliche Zwischenentscheidungen miteinander ablaufen, ist ein Faktum. Ne? Der Herr in der dritten Reihe mit dem Schal, bitte. Mögen Sie das Mikrofon genau. Jo. Dankeschön. Hallo, herzlichen Dank für den schönen Vortrag auf alle Fälle. Ich habe zwei kurze Bemerkungen und dann die Frage. Also die erste Bemerkung, ich würde vermuten, dass im digitalisierten Raum das politische Programm eher der Schutz sein sollte. Ob dann individuelle Kontrolle dafür der Ansatz ist, würde ich bezweifeln. Und diese KI-Gedichte, die sind ja aus tausendfachem Unsinn von Menschen ausgesucht. In dem Sinne würde ich da jetzt noch nicht sagen, dass die KI da künstlerisch tätig war. Aber meine Frage ist eigentlich, wo glauben Sie denn, fängt das Digitale an? Also wenn wir sagen, das Alphabet ist das Digitale und wir drücken unsere Gedanken darin aus und formen daraus Worte und letztendlich das gesamte Buch als ein Digitales zu nennen, weil es unsere Gedanken und Begriffe ausdrückt, da müsste man ja irgendwo sagen, sind nicht die Begriffe selber schon digital? Also sozusagen so eine präalphabetische Denkweise oder wo ist da der Übergang? Das würde mich sehr interessieren. Also ich hätte zweifelt, aber das ist interessant. Ich bin keine Historikerin, die das sagen könnte, ob es eigentlich in oralen Kulturen so etwas wie Begriffe gibt. Denn wenn man es logisch betrachtet, Begriffe sind immer nach dem Ja-Nein-Schema. Etwas fällt unter einen Begriff, etwas ist ein Kanarienvogel oder etwas ist kein Kanarienvogel. Also Kanarienvogel, wie komme ich jetzt drauf, wie auch immer, als Begriff ist disjunktiv, binär. Und da haben Sie natürlich völlig recht. Das ist eigentlich eine binäre. Begrifflich zu arbeiten heißt im Grunde genommen Binaritäten, mit denen methodisch zu arbeiten. Übrigens, ich hatte auch überlegt, ob ich noch von Freges Begriffsschrift ein Bild zeige. Genau so geht es ja dann auch zu. Aber genau aus dem Grunde würde ich sagen, dass wenn die Digitalität in gewisser Weise im Denken erst mit der Schrift beginnt, die ja aus den Ursprüngen des Buchhaltens, die ist ja nicht durch die Griechen erfunden worden, sondern in Mesopotamien, aus der Buchhaltung gekommen ist, dann ist eigentlich das Begriffliche erst tatsächlich mit der Schrift zu einer geistigen Entität geworden. Wo gibt es denn Begriffe? Platon hat das Diaresis-Verfahren erfunden und es ist bekannt, es wurde auf Platten, auf Wachstafeln wurden Begriffsbäume
gekennzeichnet. Also man will einen Begriff definieren und dann wird das immer verzweigt. Man verzweigt das immer weiter, binär, und ganz unten steht der Begriff, den man erklären will. Das war eine Definitionstheorie. Das war bereits damals schon im Sinne eines binären Stammbaumes von Begriffen. Was ich damit sagen will, ist also, dass ich fest überzeugt bin, dass diese Art extrem disziplinierter begrifflicher Arbeit etwas ist, die an ein Medium der Verflachung gebunden ist und in einer rein oralen Kultur die Worte sich noch nicht zu Begriffen verfestigt haben in diesem binären Schema. Und außerdem wissen wir natürlich, dass das ist höchstens eine Philosophenkrankheit, dass Begriffe nur begrenzt fähig sind, die Welt zu beschreiben. Sie sind sehr mager, ne? Rein begriffliche Beschreibungen sind extrem dünne, weltentleerte, entsinnlichte Beschreibungen von etwas. Also Sprache funktioniert nicht binär, Begriffe aber schon, jedenfalls in meiner Sicht. Wir gucken bei Twitter. Die Frage, die uns online erreicht ist, lautet: Was unterscheidet analoge und digitale Mündigkeit? Was unterscheidet, entschuldige? Analoge und digitale Mündigkeit. Mündigkeit. Ja, das ist... Mündigkeit, glaube ich. Mündigkeit. Nicht Mündlichkeit, ja, okay. Ja, die analoge Mündlichkeit, ist das die Mündlichkeit Kants? Ich glaube aber, dass... Entschuldigung, Mündigkeit. 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 Genau, ja. Habe ich jetzt Mündlichkeit gesagt? Wir haben alle Mündlichkeit gehört, deswegen insistieren wir ein bisschen. Aber wie auch immer. Also es geht jedenfalls um das kantische Zitat von der Mündigkeit. Und zuerst mal sage ich jetzt was relativ Ketzerisches vielleicht. Kann man die Forderung nach Mündigkeit im Denken überhaupt stellen, ohne dass man die Medien von Schrift und so weiter und so fort einsetzt? Sind orale Gesellschaften mit ihrer extrem strengen Hierarchisierung nicht Gesellschaften, in denen der Gedanke, dass das Individuum sich zu emanzipieren habe von den Dogmen und Vorgaben der Oberen, so sage ich es jetzt mal, unmöglich? Da sind wir auch wieder bei dem Thema Kritik. Also analog heißt dann mündlich für Sie, oder? Nee, analog. Weil das war ja die Frage, ob was analoge und digitale Mündigkeit unterscheidet. Aber gibt... Ja, dann habe ich wahrscheinlich diese Frage. Ich habe eher daran gedacht, analoge Gesellschaften, ob es in denen sowas wie Mündigkeit gibt, da habe ich die Frage falsch. Genau. Und analog wäre dann mündlich, das war meine Nachfrage. Ja. Okay. Ja. Diese Übersetzung habe ich nicht ganz mitgekriegt, deswegen. Okay. Gut. Nee, jetzt ist das irgendwie, ist uns das ein bisschen... ist das Thema uns da ein bisschen abhandengekommen. Also ich würde einfach sagen, Gesellschaften, die noch nicht irgendwie mit Schrift und Buch in einem vom Aufklärungsethos, das wohlgemerkt nicht identisch ist mit der Realität, dass Gesellschaften, die noch nicht die Medien von Schrift und Buch zu emanzipatorischen Zwecken eingesetzt haben, dass es in denen so eine Idee von Mündigkeit nicht gibt. Und auch natürlich erst recht in den Gesellschaften, die anscheinend orientiert sind am Buch und am Wissen und dennoch glauben, dass für die meisten Menschen die Frage der Mündigkeit keine angemessene Frage ist. Hm. Ja. Jetzt habe ich es begriffen. Aber zwischen Mündigkeit und Mündlichkeit. Das war ja, irgendwie, das ist so nah. Ne? Das ist gut, wir haben noch eine Frage hier im Rang. Kann das Mikrofon in die erste Reihe wandern, das ist jetzt ganz am anderen Ende. Bitte helfen Sie kurz, das Mikro rüberzugeben, weil es ist tatsächlich für alle sehr viel besser verständlich, wenn Sie es ins Mikro sprechen.
Ja, vielen Dank auch nochmal von mir, also für den sehr inspirierenden Vortrag. Und ich habe eine Frage, die nochmal anschließt an die vorherige Frage. Also was mir durch den Kopf ging, wenn wir über die Kulturgeschichte der Digitalisierung jetzt sehr viel gehört haben, vielleicht nochmal von der anderen Seite her gefragt, nicht nur, wo fängt Digitalisierung an? Also dazu haben wir jetzt sehr viel mitgenommen. Aber wo hört sie auf? Also was kommt nach der Digitalisierung? Und könnten Sie uns noch Ihren Begriff von Digitalisierung noch selbst besser erläutern? Das würde mich sehr interessieren. In Bezug auf die Digitalisierung des Selbst, also Selbstvermessung? Ihren Begriff von Digitalisierung. Ja, also okay. Nicht nur in Bezug auf Deep Learning, sondern tatsächlich in Bezug auf die Rekonstruktion, also der Geschichte der Digitalisierung. Gibt es ein nach der Digitalisierung, eine Post? Also wir leben ja in einem Zeitalter, das so verliebt ist in alles, was Post ist. Ne? Also was postfaktisch und transhuman. Also ich würde mich jetzt nicht in Utopien verflüchten à la Donna Haraway mit den Cyborgs oder so etwas, sondern sage, dass mir das vollkommen offen ist und ich ganz einfach nicht weiß, wohin uns die Digitalisierung führt. Nur eines weiß ich, bin ich mir relativ sicher, dass wir in gewisser Weise einem falschen Narrativ aufsitzen, wenn wir unsere Zukunft in die Hände der Frage legen, was wird aus der Digitalisierung? Wir sind und bleiben leibliche Wesen und als körperliche Wesen sind wir in Stoffwechselprozesse, die die ganze Kette des Lebendigen bestimmt, eingebunden, und diese Prozesse sind in ökologische Prozesse eingebunden und Klima und so weiter und so fort. Atmosphäre spielen eine große Rolle. Und ich glaube einfach, dass man so isoliert die Frage nach der Digitalisierung gar nicht stellen kann. Wir werden nur dann in eine vertretbare Form gesellschaftlicher Zukunft übergehen, wenn es uns gelingt, diese Nachhaltigkeitsdebatte, die sich auf den Menschen als Leibwesen richtet, und diese Debatte um das Digitale, ich sage es jetzt mal bestimmt, die sich auf den Menschen als Informations-, Wissens- und geistiges Wesen richtet, die aufeinander zugehen zu lassen. Also wir müssen es schaffen, dass was auch immer Digitalisierung bringt, sie so eingesetzt werden, dass sie diese stoffliche Seite, die nämlich sehr schnell vergessen wird, wenn man davon immer nur von der Immaterialität des Digitalen ausgeht, letztlich die Waren müssen, egal wie logistisch wir die ordern, sie werden gegessen oder die Materialität bleibt unser Fundament. Und nur wenn es gelingt, das Digitale mit dem Klima und so weiter Politik zusammenzuführen, das Digitale in einer Weise zu gestalten, dass es dienlich ist, dem großen Ziel, unsere stofflichen Lebensbedingungen auf diesem Planeten so zu gestalten, dass wir ihn noch weiter, der Planet uns noch weiter behält. Nur dann macht für mich diese Frage Sinn. Wie das aussehen wird, kann ich nicht sagen, aber dass diese beiden Stränge zusammengeführt werden müssen, das ist klar, ne? Das Digitale ohne diese stoffliche Seite fährt vor die Wand. Aber ich glaube auch, dass diese stoffliche Seite ohne das Digitale auch vor die Wand fahren würde, vielleicht. Ganz zum Schluss, Frau Krämer, Sie haben über Selbstkontrolle gesprochen bei der digitalen Aufklärung. Das ist jetzt mal eine Ebene quasi, wo man das ansetzen kann, also beim Selbst, beim Subjekt. Es gibt noch ganz andere Ebenen, es gibt einen Gesetzgeber, es gibt Bildungsinstitutionen, es gibt die Maschine selbst, die man quasi in die Pflicht nehmen könnte, nur potenziell gesprochen. Sehen Sie das selbst als den einzigen Ort, quasi um digitale Aufklärung zu betreiben? Oder sehen Sie gerade auch aus europäischer Perspektive, wo es ja einige Vorstöße gibt und auch Konzepte, das noch ein bisschen anders zu regeln als nur beim Einzelnen, auch noch Chancen, wie man quasi digitale Aufklärung betreiben könnte? Nein, das ist völlig klar. Ich meine, ich bin keine Politikwissenschaftlerin aber das ist vollkommen klar, was heißt das selbst? Also das ist zwar schon wichtig, der Einzelne, aber natürlich,
typisches Beispiel Hassrede, sprachlich gewaltverletzende Worte. Ich meine, es ist interessant, dass in der Zwischenzeit eben das auch rechtlich geregelt wird und dass zum Beispiel das Künast-Urteil so nicht stehen bleibt, sondern eben Berufung möglich ist. Das heißt, ich bin sehr wohl der Meinung, dass es sogar unabdingbar ist. Und China, glaube ich, zeigt uns das unfreiwillig, dass man regulieren kann. Also so in meiner 70er-Jahre-Euphorie dachte ich, das Internet, Nationalstaat, vergiss es. Ne, der Computer und seine globalen Kräfte sind jenseits all dessen, was nationalstaatliche Grenzen bedeutet. Und heute bin ich der Meinung, aber ich rede jetzt mal noch nicht über den Populismus und über die Tat, sondern wirklich die Tatsache, dass wir lernen müssen, dass das Digitale sehr wohl lenkbar ist und beherrschbar und politisch sozusagen zu regulieren. Und ich sage ja, man kann von China halten, was man will und seine Digitalpolitik. Es war fürchterlich, ihn dort kein Google zu haben. Also wenn ich, aber die zeigen, dass man es regulieren kann. Und das zumindest sollte man, finde ich, am Beispiel Chinas lernen. Und insofern also das ganz klare Statement, dass der Computer alle Grenzen sprengt und die nationalstaatliche Regulierung zu kurz greift, halte ich nicht für richtig. Wir sind auch aufgefordert, und das recht natürlich auf europäischer Ebene, gegenüber dem chinesischen und dem US-Weg einen dritten, anderen Weg zu gehen. Ich weiß nicht genau, wie er aussehen würde, aber ich sehe da schon auch unsere Aufgabe, sozusagen im Gepäck die Aufklärung als digitale Aufklärung. Ja, also absolut, Regulierung tut Not. Wer einfach sagt, dass das nicht ginge, stimmt nicht. Wir reden weiterhin in dieser Reihe am 23. März mit Lisa Dencik. Das ist die Reihe innerhalb eines Festivals, was hier schon am 19. März anfängt. Spy on Me, zum zweiten Mal ein Festival zur Überwachung und digitalen Technologien hier im Hau, Hebbel am Ufer. Und es gibt jetzt noch ein Thesenpapier, ein Handout quasi, genau, wo die wichtigsten Sachen nochmal zusammengefasst sind, dieses wunderbaren Vortrags. Oben gibt es einen Empfang im ersten Stock. Und ich danke unserem Gast nochmal sehr herzlich für den Vortrag. Sibylle Krämer. Danke, dass Sie da waren.